Freitagnachmittag und heute ist die geilste Crew am Start. Ihr musstet jetzt 4 Tage so merkwürdige Crews ertragen, immer ab 17 Uhr. Heute sind hier Krogi, Chiara, Denzel und ich am Start und wir spielen Minecraft im Hardcore-Modus mit dem Ziel, den Enderdrachen zu killen. Jetzt geht's los. So, willkommen. Moin. Moin. Grüß dich. Krogi ist hier mit mir am Start. Die anderen beiden sind von zu Hause zugeschaltet. Ihr kennt das Prozedere. Ja, wir haben uns vorgenommen, den guten Enderdrachen zu bezwingen. Wer auch immer das sein soll. Genau, Krogi kennt sich doch gar nicht aus. Nee, kein Plan. Das wird umso lustiger. Und Chiara kann es, glaube ich, etwas besser erzählen, deswegen, beziehungsweise erklären. Deswegen übergebe ich mal an dich. Was machen wir genau? Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich drauf bin, ich sehe gerade nichts, aber ich erkläre jetzt einfach mal, erstmal schön Valentin, du hast recht, das ist die coolste Gruppe jetzt hier in der Woche. Wir spielen im Hard-Modus, aber auch irgendwie Hardcore. Das bedeutet, wir sterben recht schnell, es wird richtig schwer, aber wir wollen eben den Enderdrachen erledigen. Und im Hardcore-Modus ist es normalerweise so, sobald einer stirbt, wird er nicht gerespawnt. Wir machen es noch krasser. Sobald eine Person in dieser Gruppe stirbt, fangen wir den Seed komplett von vorne an. Sprich, wir fangen bei Null an, im selben Seed. Und versuchen uns dann voranzuarbeiten und irgendwie zum Enderdrachen zu gelangen. Ob wir das heute schaffen, ich bezweifle es. Ey, wie lange braucht ein normalsterblicher Mensch, der das Spiel noch nie gespielt hat, bis zu diesem Enderdrache zu kommen und ihn zu besiegen? Chiara oder Dennis, gibt's da eine Einschätzung? Es ist halt... Ich bin noch nie normal zu ihm gekommen. Ich habe immer die Speedrun-Strats genutzt. Okay. Dennis hat, du warst, glaube ich, mal normal, auch mit Diamanten abbauen und sowas, oder? Ja, genau. Normal nennt man das. Normal, ja. Ich habe genau einfach gespielt. Das hat ewig gedauert. Ich würde sagen, da braucht man schon seine 10, 20, 30 Stunden, je nachdem, wie viel man weiß darüber. Okay. Wenn du gar nichts weißt, wie, dann weißt du ja nicht mal, dass es so einen gibt. Du hast ihn gelegt, den Enderdrachen. Verstehe ich das richtig? Ja, normal habe ich den gelegt, Alter. Wenn ich einen Endboss sehe, dann lege ich den auch. Was willst du denn? Was ist das für eine Frage hier direkt am Anfang? Ja, weil, ne, das soll schwer sein. Und ich habe auch echt viel Minecraft in meinem Leben gespielt. Aber ich habe diesen Drachen bisher nur einmal gesehen. Also ich habe viel anderes gemacht. Ich habe halt schöne Häuser gebaut und so ein Kram. Bisschen was ausgebaut. Genau, aber halt, ja, das habe ich noch nie versucht. Von daher, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Also wir haben einen Slot von 2 Stunden heute, ja? Das heißt, wir werden heute wahrscheinlich diesen Enderdrachen doch schon besiegen, oder? Da kann ich von ausgehen. Das ist das Ziel. Also man kann es, kann es bis dahin schaffen, eigentlich, ja. Wenn jetzt nichts schief läuft, wenn wir nicht sterben. Easy, dann lass uns loslegen. Dann rein da, oder was? Let's do this shit. Ja, let's go. Also, Dennis und Chiara, ihr habt die meiste Erfahrung, ist das richtig? Kann man das so sagen in diesem Spiel? Ja, von uns ein Jahr. Von uns vier, also ja, genau. Weltweit wie meine gesehen. Erfahrung hier direkt unterschlagen wird. Also. Nee, deine Erfahrung ist Hammer. Also, ich bin ganz ehrlich, ja, ich hab's im Vorfeld. Oh Gott, warte. Eine halbe Stunde gespielt und zwar einfach nur, weil ich es installiert habe. Und jetzt ist gerade Nacht und diese ganzen Viecher, die habe ich noch nie gesehen. Und au, ich werde schon geschlagen. Nein, was soll ich tun? Komm zu uns, komm zu uns. Wir drehen einfach weg. Ja, einfach okay, weg. Lass es einfach weg. Nacht. Es ist sehr unglücklich. Kommt einfach mal mit. Ja. Versucht den Feind zu dodgen. Wirklich, was hier passiert? Weiß ich nicht. Ich habe den Server erst bescheuert, eigentlich hätte es Tag sein sollen. Keiner wacht nachts auf, um zu laufen. Oh Gott. Wir können uns erstmal schlafen legen. Es ist tatsächlich ein Random Seed, der bei mir aufgetaucht ist und ich habe mich kurz umgesehen und habe mir gedacht, passt der. Und der passt auch sehr gut, weil hier vorne ist nämlich ein Dorf. Soweit habe ich nämlich schon mal geguckt. Ich habe aber nichts vorgearbeitet. Der Seed ist auf Null gestellt. Ich habe hier nichts weiter dran gemacht, um uns die Chancen zu erleichtern. Okay, übrigens möchte ich eine Sache noch erwähnen. Ein Teil, was wir noch gar nicht gesagt haben. Sobald wir es zum Enderdrachen geschafft haben, wird die Regel ausgehebelt, dass wir neu starten, sobald einer stirbt. Okay. Ich glaube, es lässt sich nicht vermeiden, dass wir in der Größe, in der wir da zusammen unterwegs sind, dass da irgendwer sterben wird. Ich bin hier in ein Loch gefallen, ich komme nach, ne? Siehst du? Genau, jetzt sucht euch einfach ein Bett und schlafen. Wir gehen ins Haus, oder was? Tag. Okay. Ja, sucht euch ein Bett, schmeißt den da raus. Leben der Zombies. Wie kann man die denn da rausschmeißen? Das geht? Ja. Einfach hauen? Einfach Rechtsklick. Kann ich die Tür schließen? Oh. Es ist aber, ja, mach am besten die Tür auch zu. Aber dann. Sehr unfreundlich. Also, na gut, ich leg mich da jetzt was rein. Was ist das für ein Bett? In meinem Haus gibt's kein Bett. Kann das sein? Da gibt's so eine Küche. Ja, das gibt's auch. Oder ist das Bett das Gelbe? Mach mal bitte die Tür zu bei dir. Mach die Tür zu, weil... Okay, hast Der Dorfbewohner ist einfach wieder reingekommen. Ist das das Bett, das Gelbe? Ist das Gelbe das Bett? Halt. Nein, das ist nicht das Bett. Das ist ein Teppich. Schau dich mal in dem Haus um. Ja, kann ja sein, dass die hier die Klotzmännchen in so einem... Hier gibt's kein Bett bei dir. Hier gibt's ja, kein cool. Bett. Ich mal ein Gebäude weiter. Was ist das bitte für eine Unterkunft hier? Wie höflich du die Tür auch hinter dir ja, noch natürlich. Zumachst. Ja, natürlich. Ja, ich hätte die offen gelassen. Natürlich.
Hier vielleicht? Nee, auch kein Bett. Nein, raus, raus, ey, wie da. Du halt einfach alle Häuser erwischt, wo keine Ja, aber was ist das bitte? Ist das hier Center Parks oder was? Was soll das? Wieso ist das dafür bekannt, keine hoch, Betten zu haben? Da fühle ich, da ist safe ein Bett da rechts. Hier? Hier ist auch kein Bett. Warte, ist das eine Kreissäge? Ja, ist das eine Kreissäge? Nein, trennt da nicht hier rein, das sieht gefährlich aus. Ist das wirklich eine Kreissäge? Ich weiß es nicht. Was ist das für eine Welt? Oh Gott. Da ist ein Creeper, das sind ganz fiese Kerle. Lauf einfach weg. Was? Okay, ey, Leute. Ich wurde getötet. Erster Neustart. Okay, Respawn. Gleich nach vorne. Okay, Disconnect, Leute. Das ist ein Respawn nochmal. Denzel, hat Zuschel richtig Spaß, Denzel? Also ich sehe ja nicht, was passiert. Deswegen höre ich nur panische Laute von dir und nun ja. Ey, aber Runde Nummer zwei. Jetzt haben wir einfach mal, das war auch ein bisschen, um zu zeigen, wie es hier läuft. So schnell kann es gehen. An dieser Stelle, das dauert manchmal noch minimal. Vielleicht können wir die Zeit überbrücken, indem ich einmal sagen möchte, euch auch, dass Valentin eine wunderbare Butterbrotdose hat. Ach so, ja. Ich habe mir natürlich als alter Faul-wird-fit-Kandidat, der richtig viel essen muss, was mitgebracht, weil ich kann keine 2 Stunden nichts essen, Leute. Was glaubt ihr, wie das läuft? Und hier, das ist meine Brotdose, kann man mal zeigen. Richtig geil. Die nimmt man auch quasi in den Kindergarten, kann man die mitnehmen. Oder auf dem Schulhof wird einem die dann weggeprügelt. Und da habe ich mir ein paar Brote mitgebracht, von daher guten. Das ist richtig sweet. Ey, Valentin, du bist halt richtig sweet. Oh, scheiße. Okay, also ich bin jetzt bei Schniedelwutz. Das bist du, Dennis, richtig? Ja, du bist die schöne Frau, ne? Ja, warum fasst du mich an? Genau, kommt einfach schon mal genau zum Dorf, wo wir eben waren, dass wir schnell schlafen gehen. Ich hab keine Ahnung, wie es hinkommt. Dennis, gehst du vor? Okay. Kennst du den Weg noch? Ja, gleiche Richtung. Normal, alter Minecraft-Veteran. Ich kenn jeden Seed. Ich will einfach schon mal hier was. Ey, ich war ganz stolz in meiner Vorbereitung. Ich habe halt Chiara gefragt, ey, was muss ich wissen im Vorfeld? Sie meinte, ey, wenn du was bauen kannst, ist geil. Und dann habe ich einfach mal zwei Blöcke übereinander gesetzt und habe gedacht, ich bin vorbereitet. Achso, du hast keine Werkzeuge gebaut? Doch, ich habe einen Tisch gebaut und da habe ich mir eine Werkzeuge, ich habe einen Tisch gebaut. Ich habe einen Tisch gebaut. Da habe ich eine Schaufel rausgeholt und auch so ein Schwert hatte ich auch, so ein Holzschwert. Ja, also alles kein Problem. Okay. Was haben die für eine Range, diese Monster? Ich war eben gar nicht nah dran. Das ist richtig gemein. Achso, ist da ein Bett? Okay. Ja. Ich suche jetzt mal für mich ein Bett raus. Hier, komm mal zu mir, Kogi. Ja, ich sehe dich. Mhm. Genau, hier ist ein Bett frei. Ey, Valentin, verpiss dich aus meinem Zimmer. Valentin, raus! Das bin ich nicht. Schniedelwutz ist reingegangen. Okay, komm mit. Toll, danke. Hier ist noch ein Bett. Ja, ciao. Ich will mein Centerpark-Zimmer hier. Tschüss. Oh, jetzt suche ich mir noch eins. Ich schlafe endlich. Leute, das ist Progress. Geil. Ey, wir haben eine Nacht überstanden. Geil. Das ist schon mal ziemlich krass. So, Tag. So, jetzt haben wir Tag. Ich nehme das Bett direkt. Wer ist das? Wer ist das? Valentin, wer ist das? Wer? Den kenne ich auch nicht. Bitte nicht auf den Golem draufballern, der macht richtig viel Schaden. Golem? Wieder Tag. Ja, ist wieder Tag. Ich brauche mal ein bisschen zum Aufstehen. Also ich habe das Bett direkt mitgenommen. Sollten das nicht alle machen? Das ist ein Golem. Wie, warte mal, diesen Tag. Das Bett mitnehmen, das ist super smart. Da. Das Bett brauchen wir jetzt aktuell nicht unbedingt. Chiara, wir werden, glaube ich, den Drachen nicht mit Bett zerstören. Ich muss nur fragen, was bauen wir jetzt ab? Was machen wir? Jetzt wollte ich gerade sagen, wir bauen jetzt erstmal Holz ab. Geil, endlich kann ich was machen, was ich verstehe. Und dann macht sich jeder so eine kleine Werkbank, ein paar Stöcke, damit wir eine Axt und eine Spitzhacke bauen. Wie, und jeder soll sich eine eigene Werkbank bauen, oder was? Ja, kein Bock klar, immer mit euch dann. Mit deiner scheiß Werkbank will ich nichts zu tun haben. Echt. Wollte ich einen Zombie hinter irgendjemandem? Wahrscheinlich hinter mir. Der ist gerade despawned. Okay. Was mache ich denn hier? Ich kenne die PC-Steuerung gar nicht so. Okay, so, dann bauen wir Holz ab. Übrigens, das erste Mal, dass ich so einen Server hoste, also seht es mir nach, wenn das vielleicht noch nicht alles so rund läuft. Hat mich noch nie gemacht. Ich habe früher immer Hamachi benutzt. Kennt ihr das noch, Hamachi? Ja, Megaprogramm. Weiß nicht. So. Ich möchte das Gleiche wiederholen, was Chiara gesagt hat, nur auf meine Person. Also wenn ihr unzufrieden seid mit meinem Skill, seht's mir nach. Ich habe noch nie so einen Server hosten lassen von Chiara. Sonst fand das immer anders. Wer haut mich denn da? Hier ist noch ein Skelett unterwegs. Da schießt jemand auf mich. Ja, das ist ein Skelett. Ja, das sind Skelette im Becken. Moment. Schau, was machen die da im Becken? Lass uns die gemeinsam attackieren. Oh Gott, ich sterbe gleich. Du hast vier Pfeile im Nacken. Ich muss essen. Wenn du isst, wenn dein Essen voll ist, heilst du auch. Übrigens, weiß ich nicht, ob du es schon wusstest. Klar. Nee, danke, ich bin für jeden Tipp wirklich sehr, sehr dankbar. Und der Chat sagt gerade, Blätter sind kein Holz. Ja, Blätter sind kein Holz, aber Blätter sind vielleicht auch gut für irgendwas. Weiß ich ja nicht. Wahrscheinlich nicht. Schniedelwutz, lass uns doch mal, du wirst auch getroffen.
Ja, so. Was? Ja, der was schießt auf dich. Der kleine Eumel da. Der gerade verbrennt, oder ja, was? Ja, genau. Ja, jetzt ist er ja, selber. Okay. Siehst du, was hat er davon? Okay. So, dann gerne nochmal aus Stein dieselben Werkzeuge machen. Habt ihr schon Werkzeuge? Ja. Wo bist du denn, Krogi? Mhm. Hey, Valentin, du kriegst gerade Schaden durch einen. Ah, da, guck mal. Hast du schon so ein Ding, wie was ich hier in der Hand habe? Nee, aber es steht ja hier. Kann ich ja das hier benutzen. Ist ja kein Problem. Okay. So. Dann geh da mal ran mit Rechtsklick. Ja, habe ich schon. Und dann malst du dir mal so ein Werkzeug da rein. Als erstes baust du dir Stöcker, indem du dein Holz verarbeitest. Ja. Zu Planken. Ja, und wenn du da so zwei Planken reinballerst, kriegst du Stöcker. Zwei Planken? Ach so. Übereinander. Genau, einfach übereinander. Also du nimmst das in die Hand mit linker Maustaste. Ja. Genau. Nee, so war richtig. Ja. Und jetzt mit rechter Maustaste platzierst du dann jeweils eins und da musst du einfach zwei untereinander machen. Ah. Genau, und jetzt werden dir da Stöcker angeboten. Holst du da raus. Cool. Und die wiederum tust du jetzt in die Mitte und da drunter noch ein. Genau, und wenn du jetzt wieder die Bretter in die Hand nimmst und genau, da drei quasi drüber tust, dann hättest du eine Spitzhacke. Nee, das ist brauchen wir noch nicht, diese... Okay, drei brauche ich. Also muss ich erstmal noch... Genau, du musst erstmal noch dein Holz umformen. Ja, was erstmal wichtig ist für uns alle, ist, dass wir auch genügend Essen mit dabei haben. Also du suchst gerne auch die ganzen Häuser. Naja, wir haben hier direkt neben uns einen riesigen Stapel Weizen. Wir haben eigentlich für Jahre ausgesorgt, ne? Ja, ich hab da schon einige, habe ich schon abgebaut jetzt. Wo sind die denn hin? Ja, die sind in meiner Tasche jetzt. Alter, du hast als erstes mal zwei Jahre Weizen in deine Tasche. Was soll ich dir mal Essen holen oder was? Lass mich doch erstmal Brot rausmachen, okay? Ja, was schickst du? Ich habe hier 5000 Weizen. Geht mal Schweine töten. Ey, verdorbenes Fleisch ist schädlich, oder? Ich brauche Weizen auch so ein bisschen zum Trading. Ich esse das einfach. Wir brauchen nämlich Eisen, Leute. Also. Okay, Krogi, wir sollen Tiere töten. Hast du ein Schwert? Tötet ich habe eine Spitzhacke. Leute, okay, ich habe eine Frage. Komm mit. Reicht eine Spitzhacke, machen wir direkt Kiaras krasse Strats oder bringen wir ganz kurz hier im Dorf erstmal gechillt Krogi die Basics bei? Hä? Hey, hier ist nichts gechillt. Okay. Frage beantwortet. Ja, nee, ich will eigentlich nur, dass wir uns im Dorf so ausrüsten, dass wir uns verteidigen können. Jeder kriegt ein Schild auch. Ich glaube, das ist wichtig bei unserem Skill-Level, dass man dann auch sich verteidigen kann. Mhm. Wenn ich angegriffen werden kann, dass wir alle genügend zu essen haben und eben jeder hat eine Axt. Weil eine Axt macht halt viel Damage. Ach so, ist krasser als ein Schwert, oder was? Ja. Was? Wofür gibt's denn das Schwert? Wo sind denn die Tiere? Ich weiß nicht, ob es krass ist oder ob es genauso gut ist, aber ich. Du Kroge, ich glaube, in der Wüste finden wir nicht so viele Tiere. Lass uns lieber in so einen grünen Wald gehen. Okay. Ja, bei mir sind Schafe und Schweine, glaube ich. Okay. Auch. Das ist ein Speedrun, ja. Ey, ich fühle mich schon mal gut aufgehoben bei euch. Ich mag auch diese Gruppe hier. Ich freue mich richtig, in so einer Gruppe zu sein. Ja, auf jeden Fall. Also seht's mir nach, nochmal für alle. Ich mache da kein Geheimnis draus. Ich bin wirklich hier der Flaschenhals natürlich aus dieser Gruppe. Aber das haben wir ja so besprochen. Und wir ziehen das durch. Wir sind eine Gruppe. Wir werden hier demonstrieren, dass der Zusammenhalt stärker ist als der Flaschenhals. Okay, Krogi, dein erster Kampf. Okay, ciao. Der Gegner ist eine Kuh. Okay, warte. Leute, ich sehe jetzt zwei... Kriegst du sie, komm, Krogi. Ja. Ich sehe zwei Werkbänke rumstehen. Denkt immer dran, die wieder mitzunehmen. Was meinten die? Wie viel Essen wird denn wieder pro Person brauchen? So? Ja, ich glaube, ich habe vielleicht 5000 Weizen einfach für alle. Komm, Dennis, noch eine Kuh. Richtig Bock. Aber ich töte hier gerade auch noch Schweine. Ja. Kickjump! Du, ich glaube, wir werden nicht sterben vor Verhungern, sondern vorher durch Missgeschicke oder so. Nein. Oder? Und das finden wir so nebenbei aber raus, dann können wir uns halt schön heilen. Oh Gott, jetzt habe ich einen Haus in Brand gesetzt. Warum machst du denn sowas, Kiara? Weil ich mit Feuer Menschen Schweine töte, meine ich. Jetzt möchte ich mir angucken. Warte, lass das mal ein bisschen brennen, ja? Ich muss eben die Kuh umbringen. Ich kann es gerade auch nicht löschen. Okay, dann kommen wir jetzt und gucken uns das an. Weil wir können ja deinen Screen gerade nicht zeigen. Ich möchte das natürlich darstellen, dass du sehr dumm gespielt hast. Das heißt, du hast auch schon ein Feuerzeug? Ja, wir sind ja an so einem Portal vorbeigelaufen und da habe ich die Kiste gelootet. Ey, das ist ein Mini-Pick. Okay. Mini-Schweinchen. Ja, stimmt. Dem kannst du auch. So, okay, und dann. Moment hier. Guck mal, Kiara hat noch mehr Weizen gefunden. Das gibt's ja wohl nicht. Ich hab dir gerade Schweine gedroppt. Die hat jetzt Krogi. Ja, so nämlich. Also, rohes Fleisch essen ist wahrscheinlich nicht so geil, oder? Mann. Du kannst mit Steinen, kannst du einen Ofen bauen. Du bist der nächste Bauer. Und dann wieder findest du Kohle. Ich würde dir einfach Holz empfehlen, damit kannst du dann den Kram anbraten. Oder halt, oh Mann, das ganze Haus brennt. Es tut mir echt leid. Hey, ist das nicht mega egal? Drin?
Wir können auch reingehen, noch solange es noch da ist. Das ist vielleicht ist es noch ganz, ist auch noch ganz gut. Oh, ja. Hallo. Also ich teile auch noch am gegen Ende das Essen auf übrigens. Hier ist übrigens noch die Kreissäge drin. Können wir die noch abbauen? Brauchen wir die? Ist die geil? Nee, das signalisiert nur, dass dann ein Wohn... Hey, da ist ein Lama-Händler. Der ist auf dem Dach. Boah, der ist auf dem Dach. Ist er, der läuft auf dem Dach rum. Ein Lama-Händler. Wie, aber auf dem brennenden Dach oder was? Nee, auf Valentin rechts von dir. Was willst du denn? Ich muss gerade Auto-Jump ausmachen. Deswegen mache ich eine Option. Das ist ein Lama-Händler. Wie, was macht der auf dem Dach? Nee, der verkauft nur Müll. Weiß ich nicht, ich finde das Spiel richtig macht. Geil. Ich verstehe. Also das ist wirklich ein richtiger Drogentrip. Warum ist der scheiß Lama-Händler auf dem Dach? Das ist wirklich richtig geil einfach. Ich finde es richtig gut. Denzel, was machen wir? Du guckst mich so an, als hättest du einen Plan. Ja, ich habe genug Schweine getötet. Ich weiß nicht, Chiara, meinst du es klug, wenn vielleicht jetzt Leute losgehen, Kohle holen, damit wir das Essen verarbeiten können? Oder hast du da auch schon ganz viel von? Nee, Kohle habe ich noch gar nicht. Nee, wäre ganz gut. Das wäre doch smart, oder? Ich würde mich dann um Eisen kümmern. Ja, und Steine brauchen wir, oder? Ich habe jetzt schon Hunger, nämlich. Ich bräuchte jetzt schon was. Ich kann dir aber meinen. Ich habe was, ja. Denzel. Ich geb dir hast du einen Apfel oder so? Ich muss kurz Weizen traden, aber. Nimm mal das hier. Jetzt hat er aber richtig viele, Denzel. Oh, geil. Oh, richtig, Kartoffeln. Richtig danke. Oh, es ist Brot, nicht Kartoffeln. 17 Stück. Braucht noch jemand? Ja, bitte. Ich habe dir alles gegeben, was ich habe. Okay, hier, bitte. Dankeschön. Da sind 5 Stück, kriegst du. Irre. Will noch wer 5? Okay. Krogi, du hast es aus Versehen aufgenommen. Ja, gebe ich dir zurück. Vielen Dank. Die ganze Dorfgemeinschaft ist außer sich vor Freude, dass wir da sind. Seht ihr das? Die lieben uns. Die laufen da schon rum. Du hast mir nur ein Brot gegeben, aber passt. Ich gebe dir noch mehr, okay? Ja. Hier hast du noch eins? Vielen Dank. Und warte, komm, folg mal hier. Hier hast du noch eins. Jedes Brot hat übrigens kriege. Seine Werkbank hier liegen lassen. Ja, ich Danke. Weiß nicht, die habe ich eben auch benutzt, aus Versehen. Ja, ist ja okay. Hier, ne? Nee, das ist keine Werkbank. Ich stelle überall Werkbänke hin, wo ich sie brauche. Ich nehme die nicht immer mit. Also bislang habe ich nur eine Spitzhacke gecraftet. Das war schon das Krasseste. Axt wäre schon ganz geil, um sich zu verteidigen. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall Eisen, wir brauchen Kohle, weil ihr geht ja jetzt eh wahrscheinlich hier irgendwo runter. Buddelt, gehe ich von aus. Mach ich eine Axt, Chat. Soll ich dir helfen? Ja, hilf mir mal. Du kannst hier wieder mit den Stöckern, ne? Mhm. Und dann hier so ein kleines Häkchen. Also, okay, du musst sehr abstrahiert denken. Ah, okay, verstehe. Ja. Verstehe. Okay, das ist gut. So, wer hat irgendwer nicht viel Essen? Ich kann noch was gebrauchen, ja. Ich hab zwar ein bisschen Fleisch, aber es ist nicht gebacken. Ich hab. Was soll das denn hier jetzt? Da ist mal kurz ein Menü, da wird mal zugebaut. Ich liebe es. Boah, das ist viel Brot. Das klingt nicht geil. Fuck. Frisch. Mega, ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich werde hier richtig supported. Und ich hab richtig viel Werkbänke. Ja. Leute, es wird wieder Nacht. Wir sollten, glaube ich, jetzt erstmal auch wieder schlafen gehen. Ja, gut, dass ich mein Bett mitgenommen habe, ne? Hast du? Du meinst eben noch, ja, voll egal. Man muss das in ein Haus stellen. Wieso? Er kann auch draußen schlafen. Ich weiß nicht, in welchem Haus ich war. Ja, aber da kann er dann halt von Monstern überrascht werden, ne? Das ist richtig. Johnny darf mit in mein Zimmer bleiben. Ist okay. So. Sagt Bescheid, wenn ihr alle euer Haus gefunden habt. Ja. Aber der Kollege, darf da drin bleiben? Ja, ne? Der Dorfbewohner? Ja, ich schlafe ja auch direkt neben einem Dorfbewohner in so einem Doppelbett. Das ist ganz sweet. Ich liege auch schon. Kannst du alleine nicht einschlafen. Da muss Löffelchen liegen. Da Black Mac schreiben muss abstrahiert denken. Das finde ich sehr schön. Oh ja, sehr schönes Wortspiel. Gefällt mir. Habt ihr, Leute, wir haben auch jetzt wegen dem ganzen Hässel hier nicht die ganze Zeit in den Chat geguckt. Habt ihr schon einen coolen Namen für uns? Ich war auch schon zu Hause am Überlegen, ob man irgendwie so eine Mischung machen kann. Krogenseljaratin. Aber mir ist nichts richtig Geiles eingefallen. Wir sind die Ender Crew, Alter. Auch gut. Okay. Na gut, ja. Nee, ich glaube, der Chat war noch nicht so weit. Der war noch nicht so weit mit Ideen. Hä? Wer hat mich zugebaut? Wer hat mich zugebaut? Ach, deswegen hat Dennis so gegrinst. Grinsen, Alter. Ich hab den Discord gesehen. Richtige Schweinchen, ey. Aber ist ja Gott sei Dank einfach. Einfach mal die schöne Tuge. Ich dachte gerade, was ist das für ein Separé? Ist das die Toilette, die Morgentoilette? Nee. Dennis, du Schweinchen, ey. Ich hab meinen Spaß. Ja, das ist auch gut. Das finde ich auch richtig gut. Ja, scheint so, als müsste der erstmal warm werden. Aber ich denke, irgendwann müssen wir vielleicht dazu übergehen. Aber ich weiß nicht, also.
Yara den Captain machen will oder sowas und dann den Plan verfasst. Ja, genau. Ja, wie gesagt, ja, wir brauchen Kohle. Ich dachte, also, dass ihr jetzt heute in die Mine geht. Ich komme auch gleich mit. Ich muss hier gerade noch, ich will einen Eimer herstellen oder einen Eimer kaufen. Okay. Das wirkt nach einer richtig faulen Ausrede. Kann ich mir geht aus Holz in die Mine? Ich muss irgendwas machen. Kann ich mir aus Holz eine Rüstung bauen? Geht das? Kann ich mich schon irgendwie... Nee, aus Leder, glaube ich. Leder habe ich natürlich ohne Ende dabei, ist kein Problem. Eine Holzrüstung wäre so geil. Ja, wieso? Bei Rust ging das doch. Nicht? Ja, warum nicht? Genau. Okay, ich habe ein bisschen Leder. Guck mal hier, einfach 100 Leder. Ich brauche viel mehr Leder. Ey. Ich brauche so einen arbeitslosen Mitbewohner, Leute. Ja? Krugi, wollen wir den Plan machen mit dem... Wie heißt das Zeug, das Schwarze hier? Kohle holen. Ja. Hast du eine Spitzhacke? Ja, die ist halb kaputt, deswegen mache ich noch eine neue. Und mach dir am besten direkt einen aus Stein. Ja, aber ich habe keinen Stein. Dann bau die Häuser hier ab. Alle Stein. Genau. Ja, aber wenn ich drin schlafen soll, ich jetzt, ja? Hä, es sind so viele Häuser hier. Das passt schon. Ihr habt wirklich Häuser abgebaut, diese richtige Schweine seid ihr. Hier ist ja eine Truhe drin, das gibt's ja gar nicht. Ich bin mir so sicher, dass alle Truhen schon von Chiara gelootet wurden. Leute, ganz ehrlich, ich habe uns jetzt so weit gebracht, eigentlich könnten wir sogar schon ins Nether gehen. Wir haben alles, was wir brauchen. Okay. Wofür brauchen wir die Kohle? Minecraft, eins der leichtesten Spiele aller Zeiten. um das Essen zu kochen. Ah, ja. Ich denke schon, dass sie das so ein bisschen, so 20, 30 Items bräuchte jetzt zum Futtern. Oder nicht? Denke ich schon. Ich baue noch mal dieses Haus halb ab. Okay. Dann habe ich nämlich was aus Stein, Denzel, und dann können wir ich los. Ich gehe mal hier vorne, ist... Okay, dann warte ich noch mal. Ja, ich will... Aber du hast gerade... Pass auf, es bricht gleich zusammen, das Haus. Echt, das geht mittlerweile? Wirklich? Nee, das ist Quatsch. Okay, ciao. Ich hätte mich so richtig überrascht. Krasse Physik. Okay, dann versuche ich jetzt mal eine Stein-Axt zu bauen. Wahrscheinlich brauche ich wieder zwei Stäbe. Das ist wahrscheinlich genau die gleiche Scheiße. Ja. Genau. Hast du noch? Ja. Nur anders eingeordnet. Ich glaube schon. Stein muss ich... Achso, jetzt muss ich Stein erst umwandeln, ne? Oder geht das so? Nee, Stein muss ich nicht umwandeln. Drei Stöcke auf zwei... Okay. Nee, drei Steine auf zwei Stöcke. Da will ich aber auch eine Axt aus... Ich baue mir noch eine Axt aus Stein. Einfach nur, weil ich weiß, wie es geht. Aber mir fehlen die Stöcker. Ich kann dir zwei droppen. Ja, ich kann die. Ja, mach mal. Doch, mach mal. Muss, ja, wir sind bei dir jetzt drin. So, dein Po hat sie eingesaugt. Classic Po. Okay. Ey, ich glaube, in der Wüste gibt's. Ist da hinten ein Turm? Ist da noch eine Wüsten? Ist da noch ein Wüstendorf nebenan? Mhm. Na klar. Mit F3 seht ihr übrigens die Himmelsrichtungen, ne? Wenn ihr F3 drückt, dann gibt's da so eine Zeile, die nennt sich Facing. Und too da steht much information. Stimmt, die Zeile ist super übersichtlich. Danke für das Navigationssystem, Chiara. Hammer. Siehst du XYZ? Ja. Genau, und jetzt gehst du noch drei Zeilen runter. Da steht Facing. Mhm. Doppelpunkt South. Ja, ist korrekt. Genau, und da laufe ich gerade hin, da ist noch eine Wüstenstadt. Vielleicht gibt's da noch Kram. Okay. Essen zum Beispiel, dann würde ich jetzt noch Essen vorbeibringen. Denzel, wollen wir in die Mine jetzt? Komm, wir gehen auch zu der Wüstenstadt. Ja, nee, wir gehen alle in die Wüstenstadt. Bevor Chiara wieder das ganze Weizen hat. Ich guck noch mal kurz auf die Map. Warte, hier. Ich hab ganz viel Brot verteilt an die Armen. Saus, da ist es. Du hast das Brotmonopol. Du ernährst uns quasi. Du bist unsere Ernährerin. Komm, da hinten seht ihr das Ding schon. Die Burgzinnen. Hä, wie kommt man denn da? Aber jede Kuh, die wir finden, muss sterben, okay? Wieso nur die Kühe? Ja, weil die Leder bringen. Ich möchte einen geilen Anzug haben für die Party abends. Hier sind drei Kühe sogar, ja, Kobi. Ciao. Hier sind 1 Milliarde Kühe. Hier, jetzt kriegst du mal schön einen Axt im Kopf. Ja, so. Ja, ich baue mal Weizen ab, okay? Nein! Ich will auch Weizen. Damn, ey. Warum ist Weizen so geil? Weil du damit Brot machen kannst, mehr brauchst du eigentlich auch gar nicht. Brot ist halt hammergeil. Eben, deswegen habe ich es auch in meiner Dose dabei. Stimmt. Hä, was ist denn das für ein Dorf? Ist das schon alles gewesen? Ich habe einen Kartografietisch gefunden. Das ist total weird hier. Braucht man nicht, dann ist Matja F3. Nee, Matja F3. Ja, stimmt, der weiß ja. Das ist ja kein Problem. Stell dir mal vor, die Navigationsgeräte von heute werden so: Now you're facing west. Now you're facing east. Next, face south. Ich habe übrigens Bell gefunden. Hier. Bell, Annabelle? Hier, Bell.
Okay. Ich weiß aber nicht, was so eine Glocke macht. Ich habe echt seit Jahren kein Minecraft mehr gespielt und seitdem ist viel passiert. Ich denke, wir brauchen die jetzt nicht, aber kann das jemand von euch beantworten, was man mit einer Glocke machen würde? Ich habe die bei meiner Chill-Out-Session habe ich die einfach vor meine Tür hingehangen und dann konnten Leute immer klingeln quasi, wenn sie mich besuchen wollten. Das bist du da oben auf dem Berg? Ja, das stimmt, gute Idee. Ich bin auf dem Berg gerade, ja, weil ich dachte, da geht das Dorf weiter. Wie kommst du denn? Ich komme nicht hoch. Da läuft jemand. Ja, wahrscheinlich ich. Ich irre hier nämlich rum, hab alle verloren. Nee, du musst einfach nicht auf diesen Hügel hoch. Auf den? Ach, auf dem ist das Dorf? Glaube ich. Ich glaube nicht. Was? Doch, klar. Das ist einfach, das Navigationsort ist Süden gesagt. Doch, auf jeden Fall. Aber warte mal, ich muss selber nochmal. Also, wie kommt man hier eigentlich wieder runter? F3. Space. Ach, hier. Weiß. Ich sehe euch. Ja, dein Wüstendorf war aber auch nur ein, zwei Gebäude, oder? Ja, ist ja nicht, leider. Ja, ah, warte, guck mal hier. Das ist doch, ist hier drunter nicht ein Schatz? Unter dem Schachbrettmuster hier. Aber da ist doch meistens auch was Explosives. Lass mal lieber. Ja, only one way to. Nee, ist meistens so in einem Tempel, glaube ich. Ich glaube, das ist nur Deko jetzt. Aber wir müssen halt eine Höhle finden. Wir brauchen halt echt schon mal alle Eisen, das wäre ganz nice. Also diese drei, meint diese drei Häuser, oder was, als Dorf? Ja. Die man vom Berg aus sehen kann quasi. Ja, aber die sind doch gar nicht im Süden. Warte, ich guck mal. Klar ist das Süden. Das ist so ein Wüstendorf, oder seid ihr in einem anderen Dorf? Facing East ist das, stimmt. Mhm. Ich bin nämlich Nee, das ist im Dschungel quasi. Ich war am Meer. Egal, ich komme jetzt, ich hab's, glaube ich, gecheckt. Du warst am Meer? Wo treffen wir uns? Wieder im Dorf, oder? Okay, hey, wenn ihr auf dem Weg irgendwo eine Höhle findet, sagt Bescheid. Okay. Geh lieber wieder zurück. Du meinst da, wo man so reinfallen kann? Ja. Ja, ich hab eine. Es gibt auch andere Höhlen tatsächlich. Das ist eine richtige Höhle, nicht eine Grube. Ja, deswegen wollte ich genau diese Unterscheidung. Oh ja, ich hab auch eine hier. Ich hab da so ein Loch. Hä, aber das ist doch deine Grube. Wie seid ihr? Ich geh wieder zurück. Ich bin quasi zwischen Wüste und Gras. Ich höre Schritte, aber ich weiß nicht, ob das Hasen sind oder ob das sehr genaue Ortsangabe, muss ich sagen. Ich bin halt, ich sehe das Dorf halt auch schon. Also das alte? Also nicht das Wüstendorf, unser altes Dorf. Ja. Genau, genau. Wo seid ihr denn alle hin? Ja, ich bin auch auf dem Rückweg gerade. Okay. Ich hoffe, ja, das ist das Richtige, sehr gut. Ist dein Loch vielversprechender, Valentin? Ach so, da bin ich jetzt schon längst wieder weg, weil du meintest, das ist eine Grube und keine Höhle. Weiß ich nicht. Wir haben doch direkt beim Dorf eine Höhle. Wieso? Echt? Wo denn? Ja. Ach so, ja geil. Das ist ja mega gut. Ja, hier, ach, dann, stimmt, dann hier dann ist auch. Da rein. Ich habe auch eine gefunden hier gerade. Auch direkt beim Dorf. Ja, noch eine? Ja, macht das Sinn, sich aufzuteilen? Das erhöht eigentlich die Chance, oder? Ich bin sofort da. Ja, dann würde ich aber die Gruppen so aufteilen, dass. Achso, nee, warte mal, ich habe ja auch Ahnung, habe ich ganz vergessen. Vergesse ich auch mal zu. Ja, oh, hier ist ein Skelette drin. Ey, ich bin jetzt am Dorf übrigens. Ja, Dito. Du auch? Da gibt mir was zu futtern, Walle. Ja, gebe ich. Und der Dorfrat ist schon wieder in der Mitte am Quatschen. Ach, da bist du. Nee, das ist. Achso, ja, dann lass doch zum Brunnen, wenn du da in der Mitte bist. Warte, hier, ich gebe dir. Ja. Übelst viele Brote. Das ist eine Biene. Wie teilt man einen Stack in die Hälfte? Das ging doch irgendwie. Rechte Maustaste. In die Herbe, dann macht er bei mir ich nur. Ich pass auf, ich guck mal. Hier, ich hab dir 39 Brot hingeschmissen. Alter. Ah, fuck, dann hätte ich ja gar nichts geben müssen. Ja, ich hab jetzt alles nämlich zurück. Alles, oha. Ja, jetzt kriegst du mehr. Chiara hat mir so viel gegeben, dass du mehr zurückkriegst. Ach, super, das Hammer. Ist, das ist ein Mega-Deal. Gold-Deal. Heute die Mega-Deal-Wochen. Okay, let's go, lass in die Höhle gehen. Ey, können wir vielleicht einen Brothersteller als Sponsor finden hier für die Action? Lass mal eine Familie daraus. Hä? Hier ist doch schon ein Eisen. Hier ist eine Höhle. Ja, mega geil. Hier ist echt Eisen. Hey, das ist meine Höhle. Nee. Das ist mal hier meine Höhle. Hast du keine eigene Höhle oder was? So, wir haben noch keine Fackeln. Was? Das ist auch meine Fackel. Bezahlt gefälligst Fackelgebühren, wenn ihr hier abhackt. Habt ihr alle genügend Holz dabei? Okay. Ich höre Leute. Oh. Hört ihr die auch? Gut, dass du Friendly Fire ausgemacht hast. Ja. Oh, genau. Was bauen wir hier ab, ganz genau? Ah, Eisen. Wow.
Also. Hier hinter uns. Nicht sterben. Nicht sterben. Wir ballern die übelst weg. Nicht mit der Spitzhacke. Ach, mega dumm. Die macht nicht so viel Schaden. Du hast völlig recht. Ich war auf dem falschen Tool. Aber hier ist Kohle. Das ist mega geil. Sind alle tot? Kann ich kommen? Ja, wir sind tot. Okay. Ja. Zack. Ich glaube, Eisen haben wir jetzt echt genug. Ja, ich gehe mal hoch und baue Öfen. Du willst immer woanders hin, Denzel, ey. Nee, ich will nur. Erst hast du deine Mühle, jetzt sind wir da. Fortschritt. Ja, okay, ich bin Progress. Ja, das ist richtig. Progress. Ich glaube, noch einen Ingame-Tag und dann gehen wir auch schon ins Nether, Leute. Geil. Das kann ja okay. bald so sein. Bitte nicht in Panik geraten. Also, bitte jetzt baust du nur Stein und Erde ab, Krogi. Ach so. Was soll ich abbauen? Hier, guck mal, komm mal mit. Mhm. Hier, diese Dinger, das ist Kohle. Diese mit diesen schwarzen Flecken. Ah, okay. Und das gibt's noch mit so beigen Flecken oder was ist für eine Farbe? Braun, das ist dann Eisen. Ah. Und Kohle ist erstmal okay fürs, für unser Lagerfeuer, ja? Kohle ist auf jeden Fall geil, um sich zum Beispiel Fackeln und so zu bauen. Okay. Mhm. Und jetzt habt ihr beide ein Bett dabei? Yes. Nein. Es wird nämlich gerade dunkel. Ja, ich guck mal kurz. Wir sollten auf jeden Fall auch schlafen gehen. Lass mich sofort nach oben jetzt. Lass mich sofort raus hier. Das schaffen wir, Krogi. Okay. Oh Gott, ich sehe die Sterne schon. Oh mein Gott, beeilt euch. Oh mein Gott, Leute, da sind 40.000 Gegner hier oben. Ich hasse die Spannung dieses Spiels. Gut, dass ich meinen Beruhigungstee dabei habe. So. Hier, okay. hier schläft einer in einem Bett. Nimm den einfach. Aber es ist nicht beschützt. Da kommt noch die. Ja, scheiß drauf, du baust einfach zügig ein Bett jetzt. Ich gehe in meinen Raum, wo ich immer war. Achso, du hast okay. Ja. Ich will nur reminden, Chiara. Du meintest eben, ihr müsst kein Bett mitnehmen und jetzt hätten wir es voll gebraucht. Das erste Eisen wurde geschmiedet. Nice. Ja, ich dachte, du willst ein Bett mitnehmen wegen des Drachens. Ach, wollt ihr alle schlafen gerade? Ja, nee, nur wegen Schlafen. Ja, wird ja halt gerade Nacht. Ich will verhindern, dass wir nochmal von vorne anfangen müssen. Ah, okay, wie kann ich denn Items mitnehmen? Welche, wie? Dann geh ich auch ins Bett. Das Bett ab wie jeden Block quasi. Ach so, ja. Okay. Du machst das dadurch nicht kaputt. Okay. Zumindest sobald. Wer ist noch nicht im Bett? Denzel? Oh, ich ist schon nochmal ein bisschen rot, ne? Das ist ein guter Zeitpunkt. Ach, witzig, ich hab zwei Betten im Inventar. Ja, nimm das ruhig. Soll ich dir noch eins hinstellen? Ich guck mal gerade in den Chat. Ich weiß nicht, wie viel. Gibt's schon Hate im Chat? Kann ich ein bisschen Hate haben? Das wäre so Newbie-Hate, das finde ich ganz gut. Wie Sie sehen, sehen Sie nix. Ist aber nicht so geiler Hate, finde ich. Nee, es gibt noch keinen qualitativ guten Hate, muss ich sagen. Die Leute schreiben auch nicht, wieso ist der Penner, sondern die schreiben Mahlzeit, guten Appetit. Krogi ist voll der Noob, endlich. Ja, so, Noob, da, bestimmt, Hate, geil. Sehr gut. So. Oh. Krogi ist richtig schlecht. Ja, das wollte ich hören. Sorry, okay, Hate ist aus. Ich sag dir das jetzt im 5-Minuten-Abschnitt. Ja, wirklich. Wie soll man sich auch sonst verbessern? Wenn ihr Eisen habt, gerne in diesen Ofen hier, ne? Da habe ich schon schwarze Kohle reingetan. Ja, mach ich auch noch. Und ich baue mir mal ein. Was sollten wir denn mit dem ersten Eisen bauen, Chiara? Ein Schwert oder? Ich würde ein Schild bauen. Ein Schild? Du brauchst ja kein Schwert. Eine Steinaxt reicht absolut. Okay, dann bin ich jetzt geschützt. Da seid ihr. Ja. Die laufen zwei Lamas. Also eigentlich brauchst du wirklich, weil ich habe einen Eimer dabei, damit mach mir dein Portal, ich habe ein Feuerzeug. Mehr braucht man dann nicht. Echt? Okay. Also wenn du, wobei, wenn, na, das ist gefährlich, überlege gerade, du kannst halt mit einem Lava-Eimer, kannst du halt dann die Wildschweine, die es in Nether gibt, schön töten. Gleichzeitig kannst du auch uns damit schön töten. Weshalb ich nicht so ganz sicher bin, ob wir das alles haben sollten. Hier, Krogi, den finde ich gut. Wieso sollten kann wir haten? Schon sehr gut mit Lava umgehen, glaube ich. Wieso sollten wir haten? Er ist mit seinen Fähigkeiten schon genug gestraft. Ich verspreche dann mich. Dann mach dir einen Eimer, dann mach dir einen Eimer. Es reicht halt, wenn du kurz Lava platzierst, wo das Schwein ist und dann wieder direkt aufhebst, dann brennt das Ding ja. Ah, okay. Also ich werde mein Bestes geben auf jeden Fall, euch nicht. Aber jetzt habe ich kein Eisen mehr, sehe ich gerade. Ey Leute, sagt mal, wie mache ich mir ein Schild? Viel braucht man nicht. Oben in der Mitte, in der ersten Reihe in der Mitte, machst du einmal Eisen hin. Okay, das habe ich nicht, geil. Hier, soll ich dir Eisen geben? Ja, bitte. Komm, liegt neben deinem Tisch. Warte. Ey, Eisen heißt im Spiel auch einfach nur Iron, oder? Ich habe Eisen gerade rausgenommen aus dem Spiel. Sieben Stück liegen draußen. Ups. Auch nur eins. Warte mal, ich leg mal die Eisen, ich werf die mal raus hier. Okay, fang du mal an, Valentin, weil dann baue ich mir gleich auch was. Wir gehen jetzt noch mal Valentins Screen. Wobei, wenn wir richtig viel Eisen haben, können wir uns alle auch eine Eisenaxt machen. Oh, das wäre macht dumm. Noch mehr Schaden. Oh, jetzt muss ich die hier alle einzeln so. Ja, wie viel Eisen brauchst du? Ich habe jetzt mal eins reingetan, aber was muss denn da? Holz muss da drum, oder was? Nee. Du kannst auch, da ist ja auch Search zum Beispiel, so ein Search-Feld. Dann ist auch einfach Shield.
eintippen. Aber ich will das lernen. Oder sehe ich also, dann auch das Muster? Aber da wird's dann, es wird dann das Muster wieder gezeigt. Ach, geil. Okay. Du nimmst ein Eisen die Mitte und drumherum Holz, oder was? Ich weiß es noch nicht. Ich hab's noch nicht gerafft, ehrlich gesagt. Guck mal, ich bin so dumm. Ich muss erstmal meine Planken wieder bauen. Ah, hier ist ein Schild. Ach so, guck mal, Krogi. Dieses Muster müssen wir hinkriegen. Mhm. Ich lass das mal kurz offen, bis du es reproduziert hast. Mhm. Oh, ich brauche noch ein Eisen für einen Eimer. Hat einer noch ein Eisen? Ja, ich habe hier noch ein Eisen. Alle lagen. Warte, hier sind auch welche drin. Alles gut. Oh, shit. Ich koche mal ein paar Kartoffeln. Diese Samen und diesen Quatsch, der, das kommt alles weg, ne? Mhm. Kannst du alles wegmachen. Okay. Das ballerst du dir dann hier rein. Ich mach's einfach in die Kiste rein. Hier kann man das dann equippen. Wenn du... Schau. Super schlau. Das passiert mir aber auch ständig. Das ist hier, okay. Chiara, wenn du mir einen Lava-Eimer mitgeben willst, willst du nicht vielleicht noch jemand anders den Wassereimer mitgeben? So als Verteidigung gegen Feuer, falls einer brennt oder sonst was. Boah, smart. Und Obsidian oder weißt du? Richtige Next-Level-Tactics. Brauchen wir das nicht. Also dann bräuchten wir halt noch einen Eimer, weil ich brauche den Eimer jetzt gleich, um ein Portal zu bauen. Alter, was passiert hier bitte? Das fängt gut an. Gegen den Strom. Außerdem, Wasser bringt ja gar nichts im Nether. Das löscht sich direkt automatisch, das verdunstet. Ach krass. Geht gar nicht. Ach so. Ja. Ach, wir gehen direkt in Nether. Da ist jetzt gar kein Abenteuer zwischen der Weg ins Nether, sondern zack in Nether. Ja, das wird übrigens jetzt schwierig werden. Bitte geratet nicht in Panik. Wir werden erst Gold abbauen müssen im Nether. Ganz oh Gott, viel, Panik. Weil euch sonst Schweine angreifen. Ich habe bislang überhaupt okay. keine Panik, ehrlich gesagt. Das machst du richtig gut, Chiara. Also ja. mit der Panik hält sich wirklich in Grenzen. Gut. Ja, dann folgt mir mal. Dann gehen wir jetzt nämlich direkt rein und warte, ganz kurz, Ich will einmal nur sicherstellen, dass ich wirklich alles hab. Ja? Also ich habe ein Schild. So ein geiles Schild aus Stahl und Holz. Und ich habe eine Steinaxt. Und eine Stein, Pickaxe. Pickaxe, genau. Aber wie heißt das in Deutsch? Spitzhacke. Spitzhacke, danke schön. Hacke, genau. Okay, ja, mehr brauche ich nicht. Da habe ich noch 22 Brote. Und ich habe aber nur 8 Leder. Kann ich das denn eben verwursten für irgendwas Geiles? Du kannst dir einen Helm machen. Und ich habe 14 rohes Fleisch. Ja, das Rohe bringt's dir nicht. Also wenn, dann machst du es jetzt noch im Ofen. Da werden gerade Kartoffeln gekocht. Ja, das baller mein Fleisch dann auch noch dazu. Cool, das können wir doch machen. Weil so viel Zeit haben wir noch. Weil Tag, Nacht gibt's ja sowieso im Nether nicht. Wir haben jetzt 10 Minuten mehr oder weniger. Wie viel? Okay. Nacht. Bis es wieder Nacht wird. Sagen wir mal 6 Minuten jetzt noch. Also ich könnte mir so ein Laser... Laser? So eine Lederrüstung bauen. Boah, krass. So ein Lederhemd könnte ich mir bauen. Ist das geil? Ja, ne? Lederhemd? Aber besser als keins. Also wir werden, sobald wir im Nether sind, werden wir uns Goldschuhe machen, damit uns die, die Schweine nicht angreifen. Zombie-Schweine werden euch generell nicht angreifen, außer ihr greift sie an. Und das ist ein großer Fehler, wenn ihr sie angreift, weil dann alle Zombie-Schweine in der ganzen Umgebung auf euch draufgehen. Dann haben wir auf jeden Fall, verloren. Ich hätte jetzt das Die normalen Schweine lassen euch in Ruhe, sobald ihr irgendwas mit Gold trägt. Also Goldrüstung, Goldschuhe, irgendwas. Wir werden Goldschuhe auf jeden Fall farmen wollen. Okay. Ja. Ich glaube, den Rest können wir dann erklären, wenn wir dort sind. Ey, das ist so geil. Ich muss echt sagen, das ist so geil kryptisch, was du erzählst. Ich find's Hammer. Ohne Witz. Also, das ist so ein altes Spiel und ich schäme mich auch ein bisschen, dass ich Minecraft nie richtig gespielt habe. Weil ich glaube, das ist einfach ein richtig gutes Spiel. Das macht wirklich auch Spaß gerade. Aber ich habe sowas von keinen Plan. Ist schön, dass ihr mich an die Hand nehmt. Ich fühle mich so richtig wie so ein kleines Kind, was gerade an die Hand genommen wird von Tante Chiara. Danke. Ich habe es halt eher immer so wie Lego gespielt. Ich habe viel Schönes gebaut und so. Mhm. Und natürlich auch schön im Survival-Modus. Gar keine Frage. Aber ich habe jetzt nie so das Ziel gehabt, ich will einmal alle Bosse erledigen. Und deswegen finde ich cool, dass wir genau das machen. Weil eigentlich stand das schon immer auf meiner To-Do-Liste. Ich habe mich nur nie alleine getraut. So. Ja, ist richtig geil. Lass mal 2 Öfen bauen, dann geht das alles ein bisschen schneller, oder? Ja, ich hab hier noch einen in der Tasche. Moment. Achso, ich habe gerade einen Ofen gebaut. Also wir sind jetzt bei 7 Fleisch, noch 6 drinne. Nee, ich hab's gerade aufgeteilt. Im anderen Ofen ist auch noch mal 6 cool. Fleisch. Okay, du bist schlau. Ja, man merkt schon hier, was im Hintergrund alles noch möglich gemacht wird, ne, damit wir Progress bekommen. Mhm. Finde ich richtig gut.
Alter, Dennis. Also ich bin ready. Sag an, wenn es losgeht. Ja. Ich habe noch einen Komposter dabei. So, brauchen wir den? Einen Kompost? Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir noch Cobblestone? Die Sache ist, wenn du den Kram vor dir hinschmeißt, dann zeigst du ihn automatisch wieder. Ja, das ist richtig kacke. Kann ich das nicht irgendwie weiter wegwerfen? Ja, da hinten, hier ist eine Kiste. Direkt in diesem Haus hinter dir rechts. Kannst du alles in die Kiste werfen. Das ist halt richtig dumm. Ich werf's vor mir hin und ich sammel's direkt wieder ein. Aber ja, wir schaffen das. Wir haben nur, das ist ja nicht unser Ziel. Unser Ziel ist ja nicht, Gegenstände wegzuwerfen. Unser Ziel ist, den Enderdrachen zu besiegen. So nämlich. Und deswegen, Chiara, läuft alles nach Plan. Finde ich auch. Ja? Ja. Und guck mal, wie weit wir schon sind. Wir sind erst einmal gestorben und haben hier ganz viel Wasser. Also ich finde den Progress krass. So. Ich würde jetzt auch nicht warten, bis das ganze Fleisch fertig ist, weil wie viel hast du jetzt? 30, 40 Brote, Robi? Ich habe 30 Brote, 13 Steaks und ein Supersteak. Ja, das reicht. Das reicht locker. Aber ich habe auch noch zwei Vergammelte, die gebe ich dann Dennis, wenn er fragt. Okay. Die habe ich einfach nur eingepackt. Dann willst du noch so ein paar Sachen loswerden in deinem Inventar? Ja, ich schmeiß sie aber ins Wasser, ja. Ja, mach das. Das geht auch. Was ist hier passiert? Das entdeckst du jetzt. Was ist hier passiert? Was ist das für ein Drogentrip hier mit euch? Das ist ja richtig schlimm. Ja, okay, ich schmeiß noch was weg. Ich brauche wirklich gar nichts mehr, ja? Das Geile ist, es kommt halt direkt wieder vor seine Füße, weil das ist komisch. Mann. Dann stell ich mich an die Klippe hier, dann einen kleinen Block. Ja, genau, das ist gut. Das ist super. Hier Wolle, dann hier so ein Dreck, brauche ich nicht. Brauche ich gar nicht, brauche ich auch kein Holz mehr, brauche ich nichts mehr? Nee, Holz nimm mal mit. Okay. Achso, so Dreck und sowas zum Hochbauen ist manchmal geil, Holz auch. Da habe ich ja Cobblestone für. Was ist Diorit? Also Diorite. Weiß ich gerade nicht, mach weg. Okay, weg damit. So Vulkangestein. Ich habe noch einen Iron Ingo. Genau. Feder. Eine Pusteblume nehme ich aber mit. Pfeile, braucht ihr Pfeile? Noch nicht, werden wir später brauchen. Und Knochen? Viel später. Braucht man nicht. Ciao. Außer du willst einen Hund haben. Ich hol den Knochen gleich wieder. Und das Ei brauchen wir auch nicht, oder? Nee. Okay. Gut, seid ihr ready? Können wir los? Yes. Wir würden nämlich jetzt wieder Richtung Spawn laufen, da ich vorhin nämlich ein Lavabecken. Alles klar. Was war das jetzt? So, ich dachte die Kirche, ey, what? Bin sowas von ready für das Finale des Spiels. Ja, wir sind bei weitem noch nicht beim Finale, Leute. Oh, es wird gerade wieder Nacht, wir sollen uns ein bisschen beeilen. Sollen wir ein Bett mitnehmen? Ihr seht mich noch? Nee, bringt nichts mehr. Okay, im Nether können wir nicht schlafen. Ich erinnere dich gleich nochmal, wenn wir dringend alle schlafen müssen. Netherland. Nether gibt's keine Nacht, da kannst du eh nicht schlafen. Ey, und wie ist das storytechnisch jetzt verortet? Also, wo sind wir gleich, Chiara? Gibt's da eine Erklärung? Gibt es eine Minecraft-Lore, soweit ich weiß nicht. Oder, Dennis? Ey, kein Plan, nee, weiß nicht. Also ich da ist halt dieser Drache, der wohnt da. Da habe ich nie nachgefragt. Und ich glaube, du bist der Erste, der es tut. Ja, aber der Drache ist doch nicht im Nether, oder? Nee, der ist tatsächlich im Ender, ein Weider. Wie heißt das? Genau, ja. Stimmt. Ja, das ist ja auch nochmal ein Ding. Aber für Will Kruge jetzt nicht. Nee, das ist halt nicht in die Lava fallen. Das ist ein Andor. Genau. Oh, ich habe gerade Legarinos. Jo. Das ist in der Lava besonders gefährlich. Was machst du jetzt hier, Chiara? Ich baue ein Portal jetzt. Keine Zeit, um Dinge zu erklären. Ja, es wird gerade Nacht. Mach das mal, Chiara. Ich erkläre das mal, Krogi. Hier, okay. Wasser und Lava ergibt zusammen Obsidian, dieses Lilane. Und das braucht man, um ein Portal zu bauen. Und dann, ja, wenn man davon irgendwie, wie viel waren es? 9 oder so hat? Und die einmal so 10, rundherum baut oder 10. Dann erscheint ein Portal und dann kommt man in eine andere Welt. Hammer, so ein bisschen eine Höllenwelt kann man sie auch nennen. Da, das Portal ist schon aktiv. Das ist es schon aus. Das ist es schon. Ja, einfach reinstellen ins Lila und dann schnell wegbewegen, wenn man drüben ist. Okay, wir bleiben jetzt erstmal hier an der Wand hinten stehen. Okay, alles klar. Wir sind krass. Bist du drin? Ja, du musst einfach nur kurz stehen bleiben und dann wackelt alles so. Oh. Schau mal, Dennis verdunstet hier. Haben Wasser gerade reingelegt. Was ist jetzt los? So, jetzt sind wir drin. Fuck! So, noch nicht umschauen. Stopp. Ich will mir jetzt. Okay, scheiße, das sind jetzt schon die Schweine. Und da was kommt, ist, ich denke, okay, die sind gut. Die Schweine, die greifen einen an, wenn wir kein Gold anhaben. Wir haben kein Gold an. Wie, das wollten wir doch noch machen. Schwein. Jetzt können wir sie töten, die müssen wir töten. Jetzt kommt der Lama. Ich zieh mich aus hier. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Rausbeam und ab ins Wasser. Was war das denn für eine Scheiße? Rausbeam, ja, gute Idee. Wie rausbeam? Was ist das gewesen? Warum kommt da immer Lama? Warum haben die Schweine mich angegriffen?
Das ging jetzt alles etwas schnell. Ich war die ganze Zeit. Was war das denn bitte? Ja, Chat schreibt, das war doch klar. Absolut richtig, das war auch klar, dass das jetzt passiert. Aber ey, wir waren immerhin schon einmal im Nether. Was ist da passiert? Lass uns eine Fehleranalyse machen. Was ist falsch gelaufen? Ja, Moment, ja, ich gehe mal aus dem Server raus und starte die Welt neu. Pass auf, wir gehen jetzt alle mal ganz kurz ein paar Sekunden in uns und überlegen uns, wer hier was verkackt hat. Ihr guckt euch kurze Werbung an und danach begeben wir uns in die Analyse. Bis gleich, Leute. Da sind wir wieder zurück aus dieser kurzen Unterbrechung und nun begeben wir uns in die Fehleranalyse. Wir haben natürlich in der Werbung schon mal ein bisschen gesprochen, was da passiert sein könnte. Ja, was ist denn nun passiert? Was ist schiefgelaufen? Ja, also ich kann's. Meine Schuld war es nicht. Ja, meine auch nicht in diesem Fall. So. Es war niemandens Schuld. Das Problem war nur, dass die Lava einfach zu spät gespawnt ist. Und die Lava war schuld. Die ist runtergeflossen und ich habe auch nicht gedacht, dass sie jetzt wirklich bis zu unseren Füßen runterfließen würde, dass wir dann alle verbrennen. Aber vielleicht kannst du das mal kurz erklären, warum spawnt da einfach Lava? Ja, warum? Naja, wir sind im Nether ist ganz, ganz, ganz viel Lava und es ist manchmal so, wenn du dann ins Nether reinkommst, dass die Lava erst im Nachhinein spawnt. Okay. Also das passiert, das kennen mega viele Leute, da gehst du ins Nether rein und dann plötzlich siehst du, oh, da kommt ein riesen Lavafall plötzlich runter und dann musst du halt schnell das Weite suchen. Und deswegen meinte ich, versuch dich in Panik zu geraten, weil dann sucht man nicht nach Lösungen, sondern dann stirbt man. Aber das ist komplett okay, weil als ich zum ersten Mal im Nether war, bin ich halt auch komplett durchgedreht und habe ganze Zeit nur Angst gehabt. Aber ja, ich meine, jetzt haben wir ja schon zusammen sind wir die Schritte durchgegangen, wie kommen wir jetzt dahin? Ich würde sagen, wir teilen jetzt uns ein bisschen auf. Wir brauchen eigentlich auch kein Fleisch, wir haben genügend Brot, auch mit der Nachbarstadt nebenan. Ich hätte jetzt gesagt, dass zum Beispiel Dennis Kohle und Eisen holt in der Höhle. Ich würde mich darum kümmern, dass wir die Materialien haben, um ein Portal zu bauen, also so ein Eimer und ein Feuerzeug. Und dann würde ich mich um Brot kümmern. Was gibt's noch? Jeder müsste auf jeden Fall seine Werkzeuge haben. Ein Schild, Steinaxt, Spitzhacke wäre auch noch wichtig. Ja, und halt, ich meine, ihr könnt, eigentlich könnt ihr nach Essen suchen. Können wir auch so machen, dass ihr nach Essen sucht, dass ihr Weizen abbaut, Walle und Krogi. Das ist ja voll die kurze Aufgabe. Ja, aber das machen wir. Ja, voll. So sind wir alle da. Achso, ich bin schon vorgelaufen. Ich dachte, es geht irgendwie mega los. Ich habe gedacht, wir sind ein Team und überhaupt aufeinander, Valentin. Aber es ist in deiner Welt wohl nicht so wichtig. Gut, dann. Mir wurde gesagt, ich hole Essen, also habe ich es sofort gemacht. Ja, ich dachte, die ist jetzt schnell zum Ziel kommen. Ja, aber jetzt bin ich hier wieder der teamlose Arsch. Das wäre nicht schlecht, wenn wir nachts auch schlafen, damit wir die Gefahr mindern zu sterben. Ja, kann ich gerade nichts abbauen? Kannst du was abbauen? Geht das? Ich kann abbauen. Gerade wieder Server ein bisschen spacki. Okay. Bei mir geht's. Bei mir ist alles da. Selbst dieser Grashalm bleibt am Start. Naja, okay, wir gehen mir zum. Mir ist das Spiel noch plötzlich richtig hell geworden. Bei mir ist es richtig dunkel. Richtig dunkel. Diese Skelette regen mich am meisten auf, einmal mit ihren Fernkampfwaffen. Ja, ich hatte jetzt gerade so einen Zauberer, der hat so Tropfen geworfen und mich irgendwie vergiftet. Oh, der Zauberer ist mies. Ja, der hat richtig, mir richtig Damage. Nee, gar nicht Damage, aber irgendwie. Das sind Hexen. Hexen, ja. Hexen heißen die, glaube ich. Okay. Kein Zauberer. Nee. Ganz wichtiger Unterschied. Ey, wir hatten schon gut Spaß. Das war schon nicht schlecht. Aber der Ehrgeiz packt einen, ne? Also ich habe jetzt auch wirklich Bock, dass wir da weiterkommen. Vor allem in diesem Nether, da haben wir nichts gesehen. Das ist bestimmt richtig geil da. Oh Gott, der Zauberer verfolgt mich, der Hexer. Ich gehe zum Golem. Der macht den nämlich platt jetzt. Also Plan ist, dass wir jetzt erstmal wieder pennen, richtig? Ja, genau. Mhm, okay. Ja. Alter, der Golem hat den Hexer voll. Krasser Typ. Ich finde schon gut, dass es hier immer mal so Zeitfenster für ein Brot gibt. Na klar. Hier ist kein Bett drin. Ach so, das ist wirklich der schlechteste Centerpark, in dem ich je war. Alter, hier sind böse Monster in dem Dorf. Wer ist er? Ist das einer von uns? Ich muss einen Zombie mit einem Stück Holz verkloppen. So, ich liege. Ich liege, Leute. Alles safe. Ich liege auch. Geil. Achso, ihr liegt einfach. Okay, ich arbeite. Okay, gut, ich komme auch. Denn sie wollen nachts nicht arbeiten. Ich werde nur eine Gewerkschaft. Ich hab's nicht, ne? Der Zombie hatte mich abgelenkt. Ich bin schon auf dem Weg ins Bett und im Begriff zu schlafen. So, okay, dann geht's jetzt weiter. Also, Valentin, dann gehen wir raus, oder was? Mhm. Ihr macht jetzt erstmal Werkzeug und dann baut ihr schon mal Weizen ab. Okay, Werkzeug war erstmal ein bisschen Holz. Also ich bin tot. Wie? Echt? Geil! Da war ein fucking Zombie Neustart, vor meinem Haus. Neustart! Ich war's nicht. Ja, Neustart.
Ich war richtig nervig. Das sind so diese Kleinigkeiten, weil wir noch nichts erreicht haben, wo ich denke, müssen wir neu starten? Aber ja, wahrscheinlich. Ja, das ist vielleicht ein Hardcore-Modus. Ja. Deswegen bin ich hier. Was muss ich tun? Disconnect. Oh, ich muss die Welt wieder löschen, Server neu starten. So, aber wieso sind denn Zombies im Dorf, ey? Ja, weil Nacht ist. So Teambesprechung. Nee, es ist Tag, der ist hier im Haus. Ich habe einen Zombie-Maus, das ist schief gelaufen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, ich bin immer noch gegen den, weil der gegen Stock irgendwie sehr immun ist. Du Stock Liebling, ich habe einen Zombie im Haus. Der könnte echt so ein Filmtitel sein. Ja, was ist falsch gelaufen? RNG, würde ich sagen. Ja, das gehört auch dazu. Ja. Ja, das war mein Fehler. Ich hätte vorsichtig sein müssen. Ich bin schlafen gegangen, war ein Zombie hinter mir. Das darf man nicht. Wenn man aufsteht, steht er vor der Tür. Und wenn man die aufmacht, hat man den im Haus. Sagen, haben wir noch gar nicht auf Hardcore gespielt anscheinend? Nee, das habe ich ja gemeint. Wir spielen auf Hard. Mhm. Bei Hardcore ist es so, sobald eine Person stirbt, wird sie nicht mehr gerespawnt. Das ist bei uns aber ja an sich wir machen das nicht soft, nötig. Soft-Hardcore sozusagen. Wir machen es selber. Wieso machen wir denn nicht Hardcore, wenn es egal ist? Das hört sich doch viel cooler an. Ja, finde ich auch. Oder? Lass doch Hardcore machen dann, wenn es egal ist. Ja, dann müsste ich den Server jetzt aber gleich nochmal neu starten. Also wollen wir vielleicht erstmal so versuchen, dann beim nächsten Versuch? Ja, für heute schon. Nächstes Mal machen wir Hurt Me Plenty. Okay, komm, join Server. Aber stimmt, wir spielen ja sogar Doppel-Hardcore. Ja. Weil, man könnte ja auch sagen, die drei, die überleben, die dürfen dann noch weitermachen. Aber das machen wir ja nicht. Doppel-Hardcore, Leute. Dauert übrigens noch ein bisschen, bis wir reinkommen. Okay, kein Problem. Bei mir steht immer, es ist neu gestartet, aber dann dauert es immer noch ein bisschen, noch so ein paar Sekunden. Aber ich glaube, der Chat ist entertained, glaube ich. Weil ich glaube wirklich, da fiebert man mit. Ich weiß nicht, ob ihr euch getriggert fühlt, dass hier viele Skills gezeigt werden, aber ich habe das Gefühl, ihr seid dabei. Das ist wichtig. Werden denn hier viele Skills gezeigt? Also, dass die getriggert werden, in Anführungszeichen, dass viele Skills gezeigt werden, verstehst du? Nee. Nämlich gar nicht. Ach so, ja. Ach so getriggert. Das nennt man Ironie. Ja, ja, nee, das sowas verstehe ich nicht. Okay. Und ich war einfach verwirrt, weil hier Rocket Beans und Skill und so, das habe ich einfach so gar nicht connecten können, dass ich dachte, wovon redest du überhaupt? Also, das tust außer du Yaki, ja, wirklich. Ach so, nee, das meinte ich jetzt nicht. Du bist explodiert. Are you not entertained, Valentin? Ich bin voll entertained. Sehr gut. Ich habe auch richtig Bock. Aber ja, die Leute sind Trigger. Ich will Trigger. Auch noch mal kurz sagen, wir haben viele Leute mit Skill. Wir haben Metian mit Quake, wir haben Walle mit Trackmania. Also kommt schon. Ey, das hat Valentin gesagt. Ich würde sowas über meine Kollegen nie sagen. Vor allem jeder, weißt du, jeder kann das, was er kann. So. Valentin, jetzt bin ich natürlich in der Vollarsch, der erstmal alle Kollegen beleidigt hat. Ich will auch so ein bisschen Stimmung machen und hetzen, weil so wurde mir das hier erklärt, dass die Ensemble-Slots vor allem auch gegeneinander sind. Wirklich? Ja, echt? Also im besten Fall hassen die anderen uns irgendwann so, dass sie uns irgendwie rausfordern, eine Wasserballonschlacht oder so. Das ist die Idee von Reinke, oder? Das hört sich original an Micha Reinke an. Und am Ende ist wahrscheinlich so ein großes American Gladiators, RBTV-Event. Ja. Wo wir uns alle auf die Schnauze hauen. Finde ich okay. Ja, finde ich auch super. Übrigens, wir laufen schon mal vor, okay? Achso, ja, sag doch was. Ja, sag doch was. Das dauert noch. Chiara, oh, es ist Tag. Du hast es hinbekommen. Beziehungsweise ich habe gar nichts gemacht. Haben wir so lange jetzt gewartet, oder was? Ja, klar. Kann sein. Sie haben dich verarscht, Walle. Ja, vielleicht wurde auch nur mir aufgetragen, dass ich hetzen soll, aber kein anderer weiß was davon. Das kann sein. Wir sollen übrigens im Crafting-Menü, Walle, mit STG und Shift was machen. Und Shift und Linksklick. Ich weiß nicht warum. Also Linksklick, echt Linksklick? Ja, stand da. Schreibt es nochmal, Leute, was ihr damit genau meint. Also, was ich schon an Advanced Tactics kann, ist mit Rechtsklick gedrückt halten, direkt so mehrere Blöcke da reinziehen. Okay. Weißt du, dass dann die Zahl so steigt und du dann direkt 2, 3 Spitzhacken baust. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir Chiaras Bild nicht sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder Denzels Bild. Auch, ich meine, Valentin, dir will ich nicht zu nahe treten, aber wir haben eben schon festgestellt, dass Chiara und Denzel einfach die meiste Erfahrung in Minecraft haben. Dass wir nochmal sehen, wie das sein könnte, weißt du? Das stimmt. Ja, aber Noobs sind unterhaltsamer. Ja. Alles klar. Dann welcome, enjoy the show. Noobs und Halter. Ich glaube übrigens auch, wenn der Server gerade neu startet, dass er noch so ein bisschen laggy ist. Deswegen bauen sich Blöcke auch nicht sofort ab. Ich glaube, da muss ich erstmal eingrooven. Verstehe. Okay, aber ihr seid jetzt alle da, ja? Nicht zu sterben. Ja, ich bin schon im Dorf, baue Steine ab und so. Okay. Mach ich auch. Ja, wieso war denn jetzt diesmal Tag, wenn du gar nichts gemacht hast? Keine Ahnung. Ich hinterfrag das nicht. Im Notfall mache ich es nächste Mal halt manuell.
Welcome to the Noob Show. Ey, wenn das aber so ist, dann würde ich mir nächstes Mal einfach auch ein Kaltgetränk schon mitbringen. Wenn wir das schon so angehen hier am Freitag. Einfach so fürs Wochenende einstimmen. Ich meine, 17 Uhr Slot, könnt ihr euch auch für zu Hause merken. Da ist die meiste Arbeit getan in der Woche. Ja, ne? Gerade freitags und so. Stimmt, richtig enttäuscht, dass wir jetzt gerade keins haben. Ja, Kaltgetränke. Oh Mist, jetzt habe ich gar nicht... Ach ne, egal. Ich habe die Kiste nicht gelootet, wo das Portal war, an dem wir immer vorbeilaufen. Ey, ich habe so lange... Das ist ja ein Feuerzeug. Ach, da muss ich nochmal zurücklaufen. Wir. Aber das kannst du ja gleich holen. Ja, eben, wir laufen ja da dran vorbei. Stimmt, ja. Haben wir schon so einen Bautisch? Ja, ich hier beim großen Steinhaus. Da stehe ich. Mhm, okay. Ey, Leute, ich habe so lange kein Minecraft mehr gespielt. Ich kenne diese Weizen-Stacks noch gar nicht. Also... Diese Blöcke meinst du? Ja, ja, ich wusste nicht, dass man da so viel Weizen rauskriegt. Guckt euch das mal an, Leute, das ist der absolute Wahnsinn. Ach nee, so funktioniert das hier gar nicht. Okay, wartet, Wahnsinn verzögert sich. So, hier, oh, bam, nice. Und nochmal viel Weizen. Mit Shift kannst du wirklich dein ganzes Equipment, und mit Linksklick dein ganzes Equipment durchballern hier beim Craften. Ja, auf einmal kommt dann runter. Ach so, scheiße, jetzt habe ich gerade alles geballert und jetzt kann ich nicht testen. Ah, nein. Ja. Ah nee, du kannst doch jetzt aber, ich glaube, das meinte der Chat, wenn du Weizen reinmachst, und dann Linksklick gedrückt hältst, quasi die untere Ebene ziehst du einmal mit Linksklick drüber, dann machst du, verteilst du deine Stacks gleichmäßig. Mhm. Ah ja. Probier ich sofort aus. Ich muss dann erstmal checken, wo ihr seid und eure Werkbänke und so. Hängt ihr denn rum? Hier. Sehr gut. Mach ich mal. Okay, ich hab. Wie viel Eisen brauchen wir, Chiara, insgesamt? Nee, nur die untere Ebene. Weiß ich nicht, wie viel Eisen gerade aus dem Kopf, weiß ich es nicht. Also jeder braucht ein Schild, da sind wir schon bei 4. Jetzt bin ich du hier plötzlich einen Eimer. Was war das nochmal? Warte mal. Wie teile ich die nochmal? Ich weiß nicht. Scheiße. 7. Ich hab's immer an der Xbox gespielt. Eine Axt wäre eigentlich auch ganz geil, wenn wir alle eine Eisenaxt hätten, dann sterben Viecher schneller. Okay. Ich habe hier eine gute Höhle gefunden, die sofort Eisen liefert. Mach mal so 20. Mach mal so 20. Ah, ja, 20 okay. Eisen, okay. Oh, der hat einen verzauberten Bogen, der Spacken. Und jetzt einfach Shift? Nee, hä? Was meinen die? Linke Maustaste gedrückt halten und einmal die untere Linie drüber ziehen. Nein, nein! Geh einfach rüber. Ja. Ah. Nein! Tot? Ach so, die linke Maustaste? Bist du tot, Dennis? So, nee, die rechte. Ja, sag schon, ja. Ich bin ein bisschen dumm. Ja, ja Leute, jetzt. Neustart. Okay. Ey, es tut mir furchtbar leid, aber zu meiner Verteidigung, ich bin der Einzige, der was Gefährliches macht hier im Dunkeln. Das stimmt, ja. Oder? Das ist korrekt, richtig. Das ist echt korrekt. Ja. Aber ich hab das und da kam plötzlich ein Skelett mit einem leuchtenden Bogen um die Ecke und ich wusste nicht, dass der nur 4 Schuss braucht, um mich zu töten. Mit einem leuchtenden Bogen? Das klingt ja geil. Ja, der hat im Dunkeln geleuchtet, ja, habe ich ihm auch gesagt. Aber der hat einfach auf mich geschossen. Ja, ich habe aber trotzdem, es war ein erfolgreicher Run, weil ich habe das jetzt gelernt. Ich habe die ganze Zeit Rechtsklick anstatt Linksklick gemacht. Ich mochte den ersten Satz von dir. Aber trotzdem, es war ein erfolgreicher Run. Erzählt mir nichts, Chat. Das war ein fucking erfolgreicher Run. Ich bin halt einfach ein optimistisch positiver Mensch. Ich will ein Shirt haben, wo das draufsteht. Es war einfach ein erfolgreicher Run. Was ist los? Aber erzählt mir nichts, Doppelpunkt davor. Erzählt mir nichts, das war ein erfolgreicher Run. Chiara ist unsere Teamchefin. Was sagst du, war das ein erfolgreicher Run? Naja, jeder Run, wo man was dazugelernt hat, ist ein erfolgreicher Run. Das war mein Gedanke. Ja. Ich habe jetzt Hardcore auch eingestellt, sobald der Server läuft. Geil. Jetzt noch schwerer? Nicht mehr mitspielen. Ja, Double Hardcore. Ich weiß nicht, ob dadurch das Spiel wirklich schwieriger auch ist. Ich habe gehört, dass es einfach nur bedeutet, dass du nicht nochmal gerespawnt wirst. Du bist halt dann tot. Außerdem, ich finde es cool, dass wir halt wirklich mit jedem Versuch was Neues lernen. Und ich denke, dann werden wir halt mit der Zeit immer schneller. Und kommen immer schneller an den Punkt, das wo wir eigentlich hin möchten. Das denke ich halt auch. Deswegen meinte ich das ja eben. Wir haben ja trotzdem was gelernt. Ich habe den Linksklick entdeckt, Leute. Ist das krass oder ist das krass? GG, würde ich sagen. Der Server ist nicht neu gestartet. Nee, wir sind noch im Dorf. Ich kann mich gar nicht bewegen. Okay. Ja, ich stand, aber die Welt ist nicht so richtig verfügbar. Ja, stand jetzt. Mehr auch nicht. Die Dorfbewohner sind irgendwie unzufrieden. Shit, hä? Okay, jetzt ist die Welt geladen. Ich kann fliegen, Alter. Ich bin der Server-Admin-Gott hier. Was geht ab? Hä? Wow, das habe ich ja noch nie. Okay, aber wir machen weiter hier, oder? Also ich meine, wir haben jetzt ja, ich würde jetzt einfach hier weitermachen. Lass mal die Folge so ein bisschen als Reinkomm-Folge sehen. Nee. Es gibt Katzen. Das ist schon richtig hardcore hier. Oh, hey, kann Leute, ich die Katze mitnehmen?
Nein, ich hab sie. Krogi, siehst du mich hinter dir? Wo bist du? Ich bin genau über dem Brunnen hier. Seht ihr das? Warte. Direkt über dir, Giggles. Ich seh nichts. Hast? Nee, du bist nicht vor da. Dir. Du bist nicht da. Okay, sind, dann bin ich wahrscheinlich Gott. Du bist ein Geist wahrscheinlich, weil du nicht respawnen kannst wegen Hardcore. Geil. Ach so. Guck mal, das finde ich jetzt blöd. Geil. Ja. Und wie, auch der letzte Run war übrigens ein guter Run, weil ich habe gelernt, wie ich eine Katze tamen könnte. Ja? Ja. Fisch und dann rechts. Lass mich raten, Linksklick. Ja, nee, Linksklick, damit habe ich sie geslappt. Und das hat den Chat auch mega aufgeregt. Weil ich bin auch gegen Gewalt gegen Katzen, auf jeden Fall. Das war ein Versehen, Leute. Ich habe noch nie eine Katze in dem Spiel gesehen. Ja, und dann beim nächsten Mal gibt es noch Strafen, wenn man stirbt, oder? Also, das finde ich schon so, finde ich schon angebracht. Ehrlich gesagt. Ist nicht die Strafe, dass man dann zuschauen muss oder so? Nee, ich finde irgendwas gemeinnütz, irgendwie, weiß ich, so Leergut sammeln oder so auf dem Kiez oder so, irgendwie sowas. Und dann einfach irgendwie Obdachlosen hinstellen oder so, das wäre eine gute Strafe. Das ist doch voll nicht gemein. Das ist doch voll die gute Sache. Ja, voll eine gute Sache, ja. Aber das, hat dann, das ist doch gut. Warum müssen Strafen denn gemein sein? Stimmt, ja. Ist doch geil. Ja, stimmt. Ja, gut. Keiner von euch hat eigentlich mal einen richtig geilen Skin kommentiert, aber ist okay. Meinen auch nicht. Doch, der passt zu deinem Namen. Du bist Peppo, oder? Ja. Ja. Und Chiara ist so ein, hey, wieso passt der zu Chiaras Namen? Nee, ich dachte, deiner passt zu, hä? Donald Duck passt zu mir? Ich bin verwirrt. Ja, ich dachte, weil der so spricht, weißt du, der spricht, wenn er so, das ist für mich so Giggling. Achso, okay, ich dachte, du sagst jetzt, sie sprechen wie Donald Duck im echten Leben. Ja, nein, ich wollte sagen, du siehst aus wie Donald Duck. So, wir sind wieder da in unserem Dorf in Center Parkhausen. Mal gucken, was wir jetzt können. Müssen wir schon schlafen? Nee, ne? Nee. Geil. Ja, das oder? Ist gerade dunkel? Irgendwie schon, ne? Aber so langsam. Wir haben noch Zeit. Ja, lass pennen gehen. Ja. Ja, eigentlich stimmt. Wir können jetzt schon schlafen. Das zählt schon als Nacht. Guck mal, der liegt oder soll ich das jetzt doch mal einstellen? Was war das? Mal probieren? Times. Ja, irgendwas hat sich ja schon verändert, weil wir haben ja in der Nacht gerade nicht gestartet. Mega komisch. Ja, dann war es doch vielleicht, hat vielleicht doch alles geklappt. Ach so, nee, ich glaube, wir haben einfach immer nur so lange gebraucht, bis alle connected waren und wieder mal losgelaufen sind. Jetzt waren wir einfach besonders quick. Könnt ihr euch schon ins Bett legen? Ich glaube nicht. Doch. Jetzt schon. Ach shit, wir schlafen ja mal. Ich gehe mal arbeiten. Okay, sorry. Wieso arbeitest du denn abends? Ja, weil, keine Ahnung, ich bin halt dumm. Ich schlaf. Schlafen abgeschlossen. Dragonlier schreibt, es ist so herrlich mit euch. Einfach. Schön, danke. Das freut mich auch. Freut mich. Ja. Das freut mich auch. Er meint unseren Geist. Ja, ich befürchte auch. Ja, wirklich, glaube ich auch. Aber ist egal. Ihr seid so schön einfach gestrickt. Oh, danke. Ja, ich habe mich damals in Mathematik damit abgefunden. Seid ihr mir nicht cool damit? Ja? Ja. Aber privat hörst du im Auto schon Deutschlandfunk, oder? Tatsächlich hat mein Mitbewohner den ganzen Tag Deutschlandfunk laufen. Immer wenn ich mir einen Kaffee in der Küche hole, da läuft das dann nämlich, werde ich kurz gebildet. Ja, das ist krass. Na ja. Da laufen echt gute Sachen, muss man sagen. Jetzt mal Real Talk. Und das versteht man sogar, wenn man ein bisschen einfach gestrickt ist. Also Shoutout hier bei Minecraft an den Deutschlandfunk. Ihr seid real, Leute. Die gucken das nämlich auch safe. Ja, auf jeden Fall. Walle gibt Deutschlandfunk Street Creds. Das ist richtig geil. Finde ich gut. So, ich bin wieder rich, voller Weizen. Habt ihr euch eigentlich erfüllt. Ja, hast du dir eigentlich schon ein Werkzeug überhaupt gemacht? Das wäre eigentlich schon geil, wenn das der erste Schritt wäre. Ich habe meine Aufgabe nicht erfüllt. Das frage ich mich auch, Walle, weil ich baue erstmal hier so ein bisschen Holz ab, um mir eine Spitzhacke zu basteln und eine Holzaxt, damit es weitergeht. Ja, das ist auch richtig so. Das ist auch richtig so. Siehst du? Was braucht ihr? Ich kann euch eine Steinaxt geben. Ja, braucht ihr noch? Wieso hast du das alles schon? Weil ich fix bin und nicht schlaf, wenn ihr schlaft. Na gut, das ist korrekt. Ja, okay, Steinaxt für mich. Okay, Steinaxt kommt hier hin. Zack. Alles da. Walle, ich da kannst du mit Holz hacken. Ich habe eine Steinaxt, Walle. Alles klar. Brauchen wir noch Steinschitz? Sonst gehe ich jetzt ins Loch. Ja, und hau. Spitzhacke. Gib mir noch eine Spitzhacke. Spitzhacke. Bauen wir noch eine Steinspitzhacke jetzt. Dann bin ich, kann ich in hier. Dann nimm einfach meine hier. Dann kann ich jetzt ins Nether gehen. Bin fertig. Alles klar. Okay. Steine baue ich noch ab für mein Schild. Ich mach's genauso. Dann brauchen wir Nahrung. Ja, für ein Schild brauchst du Eisen, nicht Steine. Korrekt. Und die sind in der Höhle, richtig? Also, genau, da bin ich gerade auf dem Weg hin. Das holst du. Okay, ja, du kannst auch mitkommen. Ja, wo bist weil, du? Also vielleicht ist diese Aufgabe tatsächlich für zwei Leute ganz gut gemacht. Wenn du zur Glocke kommst, hörst du mich? Glock mal. Glock mal rum. Glock mal. Ja, ich hab geglockt hier. Mach Glock weiter.
Ich bin direkt da, wo ich dir eben das Zeug gegeben habe, okay? Das kann nicht sein. Ich bin direkt an dem. Okay, ciao, da bist du ja. So, hier einmal Glocken. Mhm. Viel ja. Glück. Ich habe auch geglockt. So. Egal, doch nicht. Und hier ist mega geil. Geht's einmal, müssen wir eine Treppe bauen. Hä? Warte, du kannst meine benutzen. Ja, aber ich wollte machen schon. Wir hier. Okay. So, siehst du, jetzt können wir hier mega gut treppenmäßig reingehen und den abbauen. Wir brauchen gar nicht so weit rein. So, weil was, hier sind böse. Was bauen wir ab? Also wie? Den Shit, vor dem du stehst hier. Dieses, was so gelblich, komische okay, Farbe hat. Das weißt hier. Du? Ja. Okay. Ja, genau. Okay, alles klar. Davon brauchen wir jetzt jeder 10 Stück oder so und dann sind wir durch mit unserer Aufgabe. Okay. Mhm. Kann ich endlich chillen. Wo bist du hin? Hinter dir stehe ich, 1 Meter. Okay. Achso, man kann auch nach hinten abbauen? Mhm. Nee, du hast. Man kann sich auch umdrehen und wieder zurückgehen. What a feature. Ich nicht so weit reingehen, Krogi, nicht ja. so weit rein. Hier war vorhin der Skelettmeister. Guck mal. Wir suchen vorsichtig zusammen. Ja, siehst du irgendwo noch? Ich kann nicht sehen, hier ist es zu dunkel. Ja, stimmt. Ah, hier ist ein Creeper, Krogi, wir müssen schnell raus hier. Was? Deswegen haben wir die Treppe gebaut. Jetzt schnell raus hier, die Treppe hoch und schnell raus hier. Okay, okay, okay. Creep, 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 schnell creep, hoch, creep, schnell hoch, creep, schnell hoch, creep, schnell creep, hoch. Creep. So. Okay, alles klar. Okay, nu, wo ist der Creep? Jetzt. Ah, was sehr ekelhaft. Oh, schnell weg, Krogi, komm weg, komm weg. Ist der schlimm? Ist der schlimm? Ist der schlimm? Der kann auch, komm mit ins Dorf, bring ihn ins Dorf, dann können die anderen sterben, ja. Aber nicht wir heute. Ja, das ist schlau. Okay, warte, lass anlocken. Dorf, kann er schießen? Kann ich den anlocken? Warte, der bleibt da hängen, der soll mitkommen. Komm mit. Kann der schießen? Schießt der? Nee, der kann nicht schießen. Nee, der kann nur explodieren. Der explodiert? So, wenn du ein Feuerzeug hättest, könntest du ihn anzünden. Der kann explodieren? Ja, ja. Der ist ziemlich hart. Ich will mit ihm befreundet sein. Ist ja saugeil. Jetzt komm her, ich lock dich zu Chiara. Die soll, mit ihrem, Wüste, die soll mit ihrem Skill mal zeigen, was los ist. Können da nicht die Dorfbewohner was mit dem anfangen? Guck mal, da ist er, Dennis. Vorsicht, Dennis, Dennis, oh, der kommt. Fuck you, ich baue doch gerade Dennis, Shit, okay. Da ist er! Jetzt hau ab! Ah, Dennis! Renn! Ja. Jetzt geh, da, siehst du ihn, Dennis, jetzt geh weg! Ja, gut. Was machen wir denn mit dem jetzt? Der soll jetzt zu dem Golem, die soll jetzt einen schönen Faustkampf. Hier, bring ihn zu Valentin. Valentin, Valentin! Creeper, Valentin! Valentin! Valentin, weg! Valentin! Valentin, geh weg! Valentin, weg! Jetzt ein Creeper vor dir. Warte, ich mach sie mal. Das ist ja das Allerbeste. Down. So, guck mal, jetzt hat Valentin das Problem. Jetzt kann ich hier weitermachen. Das ist ja das Allerbeste. Wieso? Valentin, du Loser. Ich war gerade gemütlich am Essen machen. Ich hab endlich ja, pass dazu. Mal ein bisschen besser auf. Was? Ich hab endlich gerafft, was der Chat mir beibringen wollte. Guck mal, Chat. Hier und jetzt Linksklick und jetzt Bäm. Und jetzt Bäm. Und jetzt habe ich alle Brote auf einmal fertig und Bäm. Und guck mal, das ist so krass. Hammer. Wo ist das Ding hin? Den habe ich gekillt. Du hast ihn gekillt? Ja. Ja, dann ist er wieder in die Höhle. Komm. Warte, wir stellen schon Eisen her. Wir haben unseren Job getan. Setz dich hin. Hast du genug? Ist was? Weiß nicht. Also wir könnten noch ein bisschen Holz unten reinknallen. Ich habe jetzt auch. Meine 5 auch noch dazu getan. Ja, wunderbar. Guck mal. Okay. Aber wir machen noch eine Runde. Chiara ist noch unterwegs. Haben wir noch mehr Krieg? Vielleicht können wir irgendwie. Ja, ich komme jetzt auch gleich zurück. Ihr müsst aber sowieso zu mir kommen, weil bei mir Lavabecken Nummer 2 ist. Damit wir woanders im Nether gespawnt werden. Okay, haben wir genügend Futter, Nahrung? Ich habe nur noch 3 Keulen gerade auf der Brust. Ey, vielleicht kannst du das beantworten, Chiara. Das frage ich mich nämlich schon lange. Da, wo man im Nether spawnt, ist das wirklich einfach nur abhängig davon, wo man das Portal platziert? Also wenn du es jetzt 2 Meter neben dem Portal platzierst, würde das neue Nether-Portal dann auch 2 Meter weiter sein? Ja. Also nicht im gleichen Ratio, sondern 1:4 oder 1:8 oder okay, sowas. Ein ich glaube, Feld hier. War das nicht irgendwie ein Block im Nether, sind 8 Blöcke in der echten Welt oder so? Oder in der normalen Welt? Genau, das so, meine ich gerade. Welt. Aber das ist ja also cool. So ungefähr. Und jetzt verstehe ich auch, was du gemacht hast. Du lässt uns jetzt nicht exakt an der gleichen Stelle rauskommen, weil die nicht so geil war, ne? Ja, und uns sofort Schweine angegriffen haben. Die Schweine waren jetzt, glaube ich, auch nicht so schlimm. Die Lava hat uns alle gekillt. Ja, ich also auch. Mich hat die Lava gekillt, ja. Das kann ich nochmal bestätigen. Was machen wir jetzt genau? Ich bräuchte was zu essen. Ich habe noch 4 Keulen. Ja, ich kann hier übelst Brot verteilen. Ich hätte gerne. Ja, hier ist die Bäckerei, ne? Also, falls kann man du irgendwas. Sich schon was bauen? Hier kannst du reinballern, was du willst. Hier. Ich will nicht alles nehmen. Okay. Ich schmeiß mal Eisen weg, weil ich habe zu viel rausgenommen. Geil. Dankeschön. Kannst dich wieder reinlegen. Okay, dann baue ich jetzt für alle Leute ein Schild. Ich hab's okay? gar nicht genommen, anscheinend. Ich baue nee, ein Schild. Oder hier. Brauchst du für mich Hast auch selber noch? Wieder genommen? Ja. Ah, okay, ist da. Mir egal, wie ihr wollt. Also ich baue. Was ist das hier?
Gleich los. Ich habe einen Golden Hoe. Ich baue, also ein Schild habe ich jetzt schon für mich gebaut. Eigentlich bräuchte ich nur noch dann eine Eisenspitzhacke, so wie alle anderen dann auch. So, brauche ich immer noch 32 Brote? Ach so, nee, die kann ich mir auch selber bauen, merke ich gerade. Ich habe 13 jetzt, danke. Nee, verteile ruhig die Brote an die anderen. Dann kann ich ja auch mehr geben. Mhm. Ich glaube, wir brauchen doch noch mehr Eisen. So, hier hinter dir? Vor dann dir. Lass uns nochmal losgehen. Chiara, meintest du gerade Eisenspitzhacke? Weil letztes Mal hatten wir alle Steinspitzhacken. Nee, wir hatten. Wer haut denn da? Nee, Eisenaxt brauchen wir alle zum Kämpfen. Der dann Golem. Halten die weniger auf. Ja, ja, ich mach den kaputt, der droppt Eisen. Okay, eine nice. Eisenspitzhacke brauchen wir, um dann Gold abzubauen im Bastion. Was für eine krasse Cheesing-Mechanik du da angewandt hast. Mega smart. Cheesing-Mechanik. Alles ist voll mit Käse. Okay. So, also es reicht, wenn ihr eine Steinspitzhacke habt. Ihr könnt euch auch eine Eisenspitzhacke machen, aber eine Eisenaxt wäre ganz geil, weil die halt mehr Damage macht. Ich dachte, ihr macht mir die. Das ist doch euer Job. Ja, ist ja auch so. Ach so. Ja, aber wir brauchen mehr Kram als erwartet. Man braucht auch viel mehr Holz für den. Ein Schild braucht zum Beispiel 5 Holz noch. Ich kann Holz abbauen, Moment. Okay. Wie viel Eisen fehlt denn da noch? Oh, das weiß ich gar nicht genau. Ich habe jetzt noch. Also ich mache jetzt noch mal eine Eisenspitzhacke und dann wissen wir, wie viel wir noch brauchen, glaube ich. Ja, was sonst braucht. Eisenaxt meintest drei, du, ne? Genau, ihr drei braucht jetzt noch eine Eisenaxt. Ich habe eine schon gebaut. Ach, wir brauchen jeder eine Eisenaxt. Das ist ja, wäre schon geil, weil die einfach mehr Damage macht. Okay. Ich baue mal Holz ab. Hey, Chat, ja. Ich habe voll Glück, dass ich nur diese einfache Aufgabe, Weizen holen zu müssen, bekommen habe. Ich bin voll froh, ich kann hier einfach rumstehen. Also, wer will die erste Eisenaxt? Ich! Bitteschön. Woo, da ist sie. Danke. Ein mächtiges Stück Waffe. Das Holz musstest du Dennis mal droppen. Ja, mach ich. Schild bauen. Das war du versehen. Gib mir das Holz. Danke. Es liegt noch hinter dir oder? Ah, nee, es ist ein bisschen leck, okay. Shit, wir brauchen noch Eisen. Ja, komm, dann begleite ich okay, dich doch dann mal. Komm ich, ja, ich komm mit. Habt ihr Fackeln? Nö. Ein, zwei Stück. Die sind in den Häusern direkt daneben eigentlich. Kann man mitnehmen. Für mich ist eh gerade alles ultra hell. Ich habe Gamma auf 5. Echt? Ist das so ein Megatrick? Cheater. Oh, da ist ein Schild die sind hoch. Böse. Dann sollte es eigentlich nichts machen. Ich teste es jetzt aus. Laber nicht. Echt? Hä, es läuft einfach an mir vorbei, hä? Ah! Was habt ihr denn da? Nee, was macht ihr? Hast du dein Schild hochgehalten? Ich habe mein Schild hochgehalten. Hat das Rechtsklick gedrückt? Ich habe keine Ahnung, der ist an dir vorbeigeflutscht und dann hatte ich Angst gekriegt. Also Rechtsklick musst du gedrückt halten, damit du doch dein Schild anhebst. Es kann doch nicht sein. Ich dachte, du hältst den fest, du gingst Moment, davor. Test, hier ist noch ein Creeper, ich teste das da hast du, oh, ich mach den platt, der macht nichts. Ich bin der Creeper-Killer und ich stand daneben und dachte, oh ja, ja die Chiara rettet mich. Und dann läuft er auf einmal an dir vorbei. Wusste ich ja nicht, dass er mich ignoriert. Also ich habe jetzt gerade einen Creeper überlebt, indem ich mein Schild hochgehalten habe. Dennis, da hast du wohl irgendwas ein bisschen verballert. Vielleicht habe ich für den Bruchteil einer Millisekunde mein Schild fallen lassen. Schau mal, der wäre direkt Eisen gewesen. Ja, ich habe wahrscheinlich mein Inventar. Okay, dann Neustart, oder? Der Chat schreibt auch, erstmal ein Experiment starten. Musstet ihr das ausgerechnet jetzt ausprobieren? Ja, das stimmt allerdings. Naja, raus. Aber jetzt wissen wir es. Raus. Wieder hier Optimismus, Valentin. Wir haben wieder was dazugelernt. Wirklich. Chiara kann Creeper mit dem Schild abwehren, Denzel nicht. Das haben wir gelernt, oder nicht? Ich habe übrigens jetzt, holst du da gerade. Ich lasse das Feuerzeug für das dich. Ist ein Creeper vor dir. Ja, ist ein Creeper, ja. Ich lauf dir mal weg. Komm her, Creepy. Okay, ich brauche nur Feuerzeug. Genau, das leben ich alle? Dann. Okay. Ja, ich lebe noch. Ich gucken, finde was halt auch, wenn wir jetzt auf dem Weg zum Dorf sterben, dann haben wir halt auch noch nichts erreicht. Da müssen wir jetzt nicht neu starten. Ja. Wir sterben einfach nicht auf dem Weg zum Dorf. So okay, wir suchen nicht Ausreden für Dinge, die uns noch gar nicht passiert sind. Und Dennis, wir gehen sofort schlafen. Wir arbeiten nicht. Danke. Ja, guck mal, Chiara lernt dazu. Ja, das stimmt. Ist mir auch direkt aufgefallen. Ey, das war mein Haus. Warum wird jetzt plötzlich hier in einem anderen Haus gepennt? Alles gerät durcheinander. Was wenn machst du denn da nicht? Ich kann nicht schlafen gehen. Mach doch die Tür zu, Einwohner. Mich ruft gerade Lara Loft an. Muss gleich rangehen. Oh ja, ich habe das gleiche Problem. Aber ich hab's jetzt noch weggedrückt. Leg das sich einfach wieder hin. Oh, mich hat Madonna angerufen. Moment, ich muss es mal gucken. Madonna. War das gerade ein Diss? Was? Like a Virgin? Was? Ich verstehe nicht. Touch for the very first time? Count me in. Touch for the very first time? Count me in. So, okay. Erzähl doch nicht von letzter Nacht, Madonna. Hey, wieso hat's das nebenbei? Ja.
Monsters nearby? Wieso hatten wir das Problem sonst nicht? Der Monsters nearby, ist hier ein Monster im Haus? Nee, die sind um die Ecke. Ist draußen irgendwo in der Nähe. Versuch's einfach immer wieder, wird schon irgendwann gehen. Ich bin einfach jetzt ein bisschen weiter weggegangen in ein anderes Haus. Ja, das hat auch gewirkt, also... Oh, du nimmst das Bett mit und legst es in ein anderes Haus rein. Ich hab nur noch fünf Herzcontainer. Ja, easy. Ich hab Angst, dass ich das nicht schaffe. Halt einfach gedrückt. Genau. So, und jetzt kurz das Haus wechseln. Ach so, ja, stimmt, das Wechseln könnte natürlich dangerous werden. Dreh dich mal um, vielleicht ist da schon ein Creeper. Oder nee, ist nee, nicht mein Haus? Bleiben. Komm in mein Haus, hier links, hier oh links Gott, rein, oh hier links rein. Ja, warte. Das ist nicht mein Haus, aber ist auch gut. Oh, da ist direkt ein Golem, der beschützt dich. Ja? Oh, was ist das? Ist das böse? Nee, ne? Was denn hier für ein Versammlung? Ja, was ist denn bei dir? Ja, schön, dass du schläfst. Hast du Roofies gekriegt? Ey, was ist das für dir? Das ist ja richtig creepy. Guck weg, das geht dich gar nichts an. Das ist ja richtig creepy, was hier passiert. Guck weg, leg dich hin jetzt. Okay, alles klar, hier, nice. Nice. Beste Stelle. Okay, ja, ich baue auch mal ein Bett hin. Warte, wie geht das so? Andere Maustaste. Rechte Maus hast du, oder? Ja. Aber mach einen Block genau dahin. So. Bam. Sweet Dreams. Was ist da passiert? Unangenehm. Okay, kann ich Rotten... Dann jetzt hier raus? Kann ich Rotten so. Flesh essen? Ja, ne? Rotten Flesh? Nee, das kannst du schon essen, aber ich glaube, das bringt gar nichts. Nee, irgendwas ist da auch nicht gut dran. Ich glaube, du bist gleich. Du kriegst ein kleines Debuff oder so. Alter Schwede, ich explodiere. Alter, wir werden beschossen. Wirklich? Was war das denn? Ich weiß es nicht. Irgendwas ist explodiert. Ich brauche Nahrung. Warum explodiert immer alles? Ich weiß auch nicht, was ist das? Oh, Panik. Alles gut wieder. Ich bin halb tot. Ja, ich auch. Und wir müssen weiter. Ich bring dir gleich was. Ja, wie hast du geschlafen eigentlich? Ja, ganz gut. Wir waren schön warm. Würde mich mal interessieren. Gut. Das Gute ist, ich war das große und das kleine Löffelchen gleichzeitig. Hier sind mega viele Creeper. Und ja, die leben alle noch hier und die brennen nur so halb. Brennen die nicht tagsüber oder so? Doch, aber... Ich bin's hier unter dem Baum stehen. Die brennen nur noch mal lange, so jetzt. Und ich sammle hier das Weizen ein gerade, ja? Ja, Dick. Das Weizen kannst du gleich in den Ofen stecken und ganz viel... Haben wir den Job schon? Nee, den mache ich dir, aber das ist eine coole Aufgabe. Dann kannst du in den Ofen noch ganz viel Holz unten reinpacken. Okay. Ah! Was? Ups. Vier für Dennis, ein für Krogi. Das ist ja wohl das Allerbeste. Wo war das denn jetzt? Kann ja nicht sein. War das in der Höhle? Nee, ich hab's doch close Chat, gehört. Was ist passiert? Das Chat, es war close, ja. Ja, lass neu starten. Alter, Krogi, du standst doch direkt vor mir. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass ein Creeper von hinten kommt? Ey, was soll ich jetzt? Ich hab das nicht gesehen. Ich hab Weizen abgebaut. Ey, es tut mir leid, hier ist eine Spinne. So, ja. Lass neu starten. Das tut mir leid. Ich will eine neue Aufgabe. Kann ich Blumen sammeln, bitte? Ich kann gerne Weizen sammeln. Ich kann auch in die Höhle gehen. Neustart. Disconnect. Ich glaube, das würde auch alles schneller gehen, wenn wir alle im Studio wären. Das ist natürlich aktuell nicht möglich. Ja, nehmt euch mal ein Vorbild. Weil wir dann so ein lokales Netzwerk an. Guckt mal Walle an. Einfach beim Studio essen hier die ganze Zeit. Richtig geil. Nehmt euch mal ein Vorbild. Ja. Die Brotdose ist echt Hammer. Ja. Das finde ich richtig gut. Was kostet so eine Brotdose? Ah. Keine Ahnung, die habe ich eben meinem Mitbewohner geklaut. Valentin ist der badasseste Badass, den es hier gibt. Ist das. Das sieht aus. Ist das Salami oder so Zervelatwurst? Salami und Höhlenkäse. Höhlenkäse? Der schmeckt wie Raclette-Käse. Nur, dass man ihn nicht raclettieren muss, damit er so geil ist. Also, er ist nicht geschmolzen, aber ich kann das mal hier. Lass mich raten, das hat dir alles Gino erzählt, ja? Nee, den esse ich schon lange gerne selber. Also ich habe auch schon, bevor ich Gino kannte, was gegessen. Nur halt nicht so oft. Seitdem ich Gino kenne, habe ich 10 Kilo zugenommen. Richtig gut. Der Chat, Valentin, der Chat fragt, ob dein Mitbewohner 5 Jahre alt ist. Ja, wirklich? Nee. Richtig geile Frage. Von meinem Mitbewohner geklaut. Warum gehe ich da gar nicht drauf ein? Ich so, ja, na klar hast du die von deinem Mitbewohner geklaut. Der kleine Timmy. Der kann jetzt nicht mehr in die Schule und hat da nie was zu essen, weil ich so ein Penner bin. Und hey, du hast doch nichts zu essen.
Timmy geht bei die Dosen zum Essensgeld. Ja, genau. Wahrscheinlich klaut Valentin auf dem Weg zur Arbeit immer irgendein Kita-Kind irgendwie auf dem Weg seine Brotdose. Ihr habt es leider herausgefunden, ihr wisst ja, gegenüber ist so eine Schule oder sowas. Da boxe ich immer so ein paar und nur dadurch esse ich ja zu viel. Ja, Leute, das ist jetzt der Run. Es ist Tag. Das ist der Final Run. Es ist der Run. Es ist Tag. Dennis, soll ich jetzt in die Mine gehen oder was? Mach bitte mal. Ich halte mich echt zurück. Dabei passiert noch was Dämliches. Ich habe da keinen Bock drauf, schon wieder zu sterben. Ey, und vor allen Dingen, wir haben nur noch 9 Minuten bis zur Enthüllung des Vogel des Jahres. Das wird auch ganz geil. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Krass. Ja, das war ja heiß diskutiert in allen wichtigen Medien. Schön formuliert, dankeschön. Sagt der Mann mit der Kinderputzdose. Wo hast du es gelesen? In der Ips? Richtig gut. Ja. Walle lebt unseren Traum. Schön 5-Jährige abziehen. Also um das mal ganz kurz klarzustellen, ich bin ein Arschloch, aber das habe ich nicht gemacht. Mein Mitbewohner ist exakt 50 Jahre älter als geschätzt und hat Kinder. Okay, ich verstehe. Das macht's nicht besser. Und die zocke ich ab, also mit Einverständnis ihres Vaters. Alter! Was? Warte mal! Du bist von. Wo ist denn dein Enderman? Ach, da ist ein Enderman. Willst du mich verarschen, oder was? Enderman, ungleich Slenderman. Lehrstunde, Michael, komm mal her, Krogi, ja, wo bist du? Ich bin schon im Dorf. Ihr kommt zum Eingang des Dorfs. Ja. Oh, jetzt ist er weg. Ich wollte gerade zeigen, was ein Enderman ist. Lass mal einen Enderman suchen. Weil das Wichtige ist bei Endermans, eigentlich lassen sie dich in Ruhe, du darfst denen nur nicht in die Augen schauen, dann werden die aggressiv. Wirklich? Ich hab den nicht angeguckt. Und der ist hier drin im Loch, oder was? Ist der im Loch drin? Ne? Nee, der stand hier draußen eben noch. Ich weiß nicht. Wir haben noch nichts erreicht. Komm. Ach nee, Dennis kann ja nicht reingehen. Ich kann nicht reingehen. Ey, es tut mir voll leid, aber wollt ihr mich kann das sein, dass das so ein Verarschungsformat ist, wo 3 Leute einen Typen verarschen und so tun, als würden sie ganz normal spielen und die ganze Zeit verarschen sie ihn nur und haben den Server gerickt? Ich wünschte, das wär's. Aber ganz ehrlich, wegen solchen Situationen ist es vielleicht doch smarter, nicht Hardcore anzumachen, sondern wirklich einfach nur mal auf Hard zu spielen. Ja, also der Chat, wir sind so direkt am Anfang, da hätte Dennis ja eigentlich auch wieder was bauen können. Der Chat sagt das die ganze Zeit schon, aber naja, dann müssen wir neu starten. Ja, komm, einen Neustart machen wir jetzt noch. Ja. Okay. Okay. Also ich weiß, wer den Vogel des Jahres kriegt heute auf jeden Fall. Das weiß ich auch, auf jeden Fall. Ja, dann mache ich jetzt mal Hardcore wieder aus. Ja, es tut mir echt leid, Leute. Ich mache das nicht mit Absicht. Glaubt mir das bitte. Das ist echt verhext. Es tut uns leid, Denzel. Du hast natürlich erkannt, dass hier ist versteckter Kamera mit sichtbarer Kamera. Denzel, schau mal genau dahin. Schau mal dahin, wenn ich die ganze Zeit beobachte. Ja, Frank Elster. Hardcore ist aus. Ihr könnt also wieder respawnen. Meinetwegen könnt ihr am Anfang in die Lava springen. Wir spielen nur auf Hard. Es wird aber, glaube ich, jetzt auch direkt wieder Nacht. Oder wird es gerade Tag? Nee, wird Nacht, ne? Tor 1, 2 oder die Brotdose. Ey, und eine Frage noch, Chiara. Die ganzen bösen, fiesen Gegner sind tagsüber einfach nicht da. Ist das richtig? Also diese ganzen Spinnen. Nee, die sind nur im Dunkeln nicht. Die sind im Hellen nicht da. Sobald du unter die Erde gehst, sind die da. Da ist es dunkel. Okay, alles da. Und die fiesen Typen können sich auch manchmal in Dunkeln denken, also wenn du so aufwachst und dann steht manchmal noch ein Skelett unter einem Baum, weil das keine Sonne abkriegt. Okay. Aber sobald das dann da vorschreitet. So, was mache ich jetzt? Pass auf. Also es wird halt langsam dunkel, aber lasst mal jeder soll seine Ausrüstung schon mal bauen. Stimmt, wir haben auch nur noch 2 Minuten. Aber das Gute ist, der Speicherstand bleibt ja bestehen. Mhm. Ich sehe da keine Probleme. Das ist jetzt ich mach jetzt Run. Weizen, okay? Ja. Einfach mal so. Mach das mal. Kann auch nicht abbauen, kann das sein? Bei mir leckt es auch gerade ein bisschen. Ich kann gerade auch nicht abbauen. Jetzt geht's ja. Einfach draufhalten. Ja. Muss ich mir auch schon mal angucken. Vielleicht kann man sich so eine Premium-Mitgliedschaft holen, damit das. Damit die Server funktionieren. Klingt nach einem guten Abo-Modell. Ja, ich meine, wir sind halt nur 3 Leute. Es gibt Server, da sind halt so 50 Leute unterwegs. Ja, aber der wird auch nicht minütlich neu gestartet, maybe. Achso, meinst du, dass das Serverbenzin wird alle, oder was? Ja, genau. Serverbenzin ist auch richtig gut.
Ey, ich habe schon so unnormal viel Spaß, dass ich schon wieder verlernt habe, wie das eigentlich alles ging. Ja, ich habe auch gewusst, wir sind ein bisschen zu albern. Wir sind zu albern. Wir müssen uns auch mal richtig konzentrieren. Wir brauchen mehr Ernsthaftigkeit. So nehme ich. Bam, jetzt habe ich wieder geschafft. Wie traurig du auch einfach da drunter stehst, unter diesem halben Baum. Guck dir das mal an, wie traurig, weil ich da drunter stehe. Ja, ich sehe, ich habe halt einen traurigen Skin. Ich meine, wir haben noch 30 Sekunden, gleich ist der Vogel des Jahres wird gekürt. Ach. Chiara, lass uns schlafen legen. Wir müssen den Tag beenden. Das war's für dich. Das war die erste Runde. Wir können tagsüber nicht schlafen. Okay, dann lass zumindest irgendwo abhängen. Irgendwo in einem Haus, oder? Das ist scheißegal. Okay, ich brauche hier diese Alle im Dinge selben hin. Haus? Alle im selben Haus. Dann hält dann das doch das Schöne in der Mitte nehmen mit den geilen Fenstern. Da gibt's da kein Bett, aber wir können ja eh nicht schlafen. Okay. Was? Mach ich dem Typen erstmal arbeitslos? Ja. Was hat er gemacht? Das war sein Job. Ey, das ist das Fenster. Du hast das Fenster kaputt gemacht. Ja, Valentin. Ja. Weil nicht da? Kommst du auch noch, Dennis? Warte, ich habe eine Fackel dabei, den kann ich euch anzünden, wenn wir schlafen. So, Leute. So, Chiara, schieß los. Wie fandst du es? Ja, ich bin überrascht, dass der zweite Run war der beste, ne? Dass es einer der ersten war, ja, der richtig gut lief. Und danach leider nicht mehr so. Aber ich kann es halt auch verstehen. Es ist halt, wir spielen auf hart. Und teilweise, wenn ich die Speedrun-Versuche mache, auf easy. Und da sterbe ich halt schon oft. Also da kann ich das auch Dennis nicht übernehmen. Das ist eine undankbare Aufgabe, in der Höhle alleine rumlaufen zu müssen. Aber ich glaube, wir kriegen das alles hin. Das ist die erste Folge gewesen. Wir können noch einige Dinge optimieren, aber mir hat es echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Dennis? Auf jeden Fall. Ja. Warte, ich fahr kurz. Ich lass mich kurz auf eure Ebene hinab, wenn ich was sagen soll. Geiles Timing. Okay. Nee, ich fand's auch super. Tut mir leid, dass ich heute 20 Mal gestorben bin, aber das war mega unglücklich. Also ich habe keine Ahnung, ich habe mich mega dumm angestellt. Ich war heute selber erstaunt über meine Dummheit. Es hat wirklich neue Maßstäbe angenommen. Ich bin ein bisschen überrascht von mir, aber auch zuversichtlich, dass eure Expertise das vielleicht nächste Mal ausgleicht. Und ich finde gut, wie wir schon anfangen, irgendwie so kleine Jobs zu verteilen. Und vielleicht können wir die dann irgendwann optimieren, dass wir genau in dem Moment, wo der Typ mit dem Eisen aus der Mine kommt, der andere ihm gerade das Holz in die Hand, wie so Staffelläufer, wisst ihr? Ja. Das machen wir dann am Ende. Und ich glaube, in drei Sessions, dann reiten wir schon den Enderdrachen. Das denke ich auch. Ja, mein Charakter hat dazu nur Feels Batman zu sagen. Weil es war halt auch einfach unlucky. Im Chat stand es eben auch schon. Kann halt passieren so, aber ich finde, ich bin ja hier Optimismusbeauftragter und wir waren schon im Never. Ja. Du hast gerade gesagt, es gibt danach noch eine Welt, aber die davor haben wir schon. Das heißt nur noch eine Welt danach. Wir sind quasi durch, kann man sagen. So. Ja. Das war's mit der ersten Session hier im Minecraft Hardcore-Modus. Leider gibt's jetzt direkt schon 2 Wochen Pause. Das frustriert uns genauso wie euch jetzt, weil es ist einmal Zugzwang dazwischen, was eine geile Scheiße ist. Guckt euch das auf jeden Fall an. Und ein Feiertag, Karfreitag. Sonst auch gut, wenn man dabei kein Minecraft spielen kann. Eigentlich ein bisschen scheiße. Naja, aber danach geht's auf jeden Fall regelmäßig wöchentlich auf diesem Slot hier weiter. Und denkt daran, keine Ahnung, geht gerne mal in die Chats der anderen Slots und sagt, dass das hier einfach der geilste Slot ist. So ist es. Wenn's am Ende damit endet, dass Eddie hier vorbeikommt und mir aufs Maul haut, dann habt ihr wenigstens was zu sehen. Also auch geil schon. Immer schön hetzen. Hier Freitagslot, der geilste, haut rein bis Freitag in 3 Wochen. 2 Wochen. Tschüss. 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 Ciao.